Was einst mal war, wird wieder sein. Wie diese Welt zu dieser Welt wurde, ist in wenigen Sätzen nicht zu beschreiben oder erklären. Im Laufe des Lebens lernen wir Geschichten kennen, die anstatt sinnvollerweise logisch klingen, den Menschen im Laufe der Weiterentwicklung doch immer mehr Fragezeichen über den Köpfen bereiten. Da passt dies und das überhaupt nicht logisch zusammen. Man erfährt Geschichten von früher, also speziell die Kriegszeiten erwähnt. Wenn man sich einer Gesellschaft anpasst, ist es ja auch logisch, dass man auch in deren Meinungs- und Geschichtenkreis mit einsteigt. Man übernimmt diesen Glauben mit an, ohne zu hinterfragen. Das geschieht alles im Kopf. Bei sehr vielen Dingen schaltet sich jedoch immer wieder, und zwar stärker, dein innerer Wegweiser ein. Man bekommt Impulse, man kann fühlen, dass da etwas so ganz und gar nicht stimmt. Je mehr man auf sein Inneres hört, fallen einem immer mehr Dinge auf und du hast das Gefühl, dass es nicht weniger Fragezeichen über dem Kopf werden und du irgendwann das Gefühl hast, dass du nicht mehr weißt, wo überhaupt oben und unten ist. Sabrina, diesen Text hast du einfach mal so irgendwann niedergeschrieben, hast ihn gerade eben wiedergefunden, na sowas ja, gerade eben. Das war eine kleine Einleitung zu dem, was wahrscheinlich bei jedem von uns hier vorging, vorgeht. Und wer unsere Videos verfolgt hat, weiß, um was es hier geht. Hier geht es um den Ursprung, um den wahren Ursprung und nicht irgendwelche Dinge, die wir gehört oder gelesen haben, ob das stimmt. Das sollte von jedem geprüft werden. Und ich habe das jetzt auch, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber es sind schon, ist auf jeden Fall schon zweistellig. Ja, und ich würde sagen, wir sind ziemlich nah angekommen an dem, um was es wirklich geht. Und in diesem Video werden sehr viele verschiedene Themen, die alle ein Thema sind, eine Rolle spielen. Aber eigentlich geht es nur um den Ursprung. Und der wird auch mit Beweisen hinterlegt sein für die Kritiker, weil wir etwas herausgefunden haben, was bei uns schon sehr lange brodelt, nennen wir es mal. Also wir würden eher sagen, das Feuer in uns brennt. Und wir warten aber auf die richtigen Impulse, bis es soweit ist. Und jetzt ist es soweit. Und zwar geht es darum, viele wissen das, es gibt viele Geschichten, die eigentlich immer dieselbe erzählen, nur mit anderen Namen. Aber um welchen Namen geht es denn jetzt wirklich? Und da kann man sagen, wenn du in der Welt lebst, bleibst du in der christlichen Szene oder in der spirituellen Szene, da bleibst du. Da fühlst du dich wohl. Es ist nicht das Ende der Fahnenstange, es sind Brücken, wie gesagt. Es wurde alles nur gedeckelt. Und wenn du einfach dahinter schaust und das umdrehst, ja, das heißt nicht immer, dass es das Gegenteil ist, sondern es einfach nur umdrehst, kommst du durch dich selbst immer mehr durch Impulse, wenn du die wahrnehmen kannst, zu dem, was wohl hier wirklich war. Und darum geht es heute hier. Macht es euch entspannt, es wird länger, aber es ist, oftmals habe ich gesagt, wir machen gerade das wichtigste Video. Du hast heute Morgen ein anderes Wort verwendet, nicht du hast gesagt forever, ne? Also das ist ein Video, wer das schaut und das fühlen kann, was hier jetzt gesagt wird und gezeigt wird. Wir wollen das nicht vorwegnehmen, aber es wird mit jedem Menschen was passieren, wenn er das geschaut hat. Und zwar in seiner ganzen Länge und am besten noch selber mal nachschaut dann. Ja, dass in einem selbst das Feuer entfacht. Wenn man wirklich wissen will, durch Außen und durch sich selbst, in Verbindung, ja, innen und außen, ganz wichtig. Also, dann wollen wir mal den Rollercoaster starten, ihr Lieben. So, um das Ganze ein wenig oder ganz viel besser zu verstehen, bist du ja, lieber Volker, ja schon sehr lange auf der Spur unserer Geschichte, unserer Ahnen, unserer Kultur. Und hast einige Städte und somit auch Kirchen durchkämmt. Ich würde mal fast behaupten, als Hobby-Handy-Fotograf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch jemand gibt, der so viele Bilder von Kirchen, Museen, Skulpturen, Friedhöfen, egal was es gibt, Bauten hat wie ich. Und die sind alle unsortiert, muss ich noch dazu sagen. Die meisten auf jeden Fall, ja. Viele habe ich gefunden. Wer sucht, findet, klar. Aber es sortiert sich ja jetzt. Ja, ja. Und ich dachte immer, da ich diesen Drang so danach hatte, weil das habe ich immer durch Impulse gemacht. Ja. Also ich bin einfach losgefahren, irgendwohin, ohne nachzudenken, wohin. Und bin immer an irgendwas rausgekommen, wo ich wieder geflasht war. Ja. Also irgendwas hat das immer mit mir gemacht. Aber in beide Richtungen, muss ich sagen. In die positive und in die negative. Es hat mir auch Angst gemacht.
Wobei da eigentlich ja gar nichts mit Angst war. Warum weiß ich nicht. Ich habe immer so ein Art Gefühl gehabt, wenn ich durch Frankfurt gehe. Ich bin ja Frankfurter Bub. Das hat irgendwas mit der Geschichte zu tun. Es muss, weil das springt dir alles in die Augen, diese alten Bauten. Und ich glaube, aufmerksam wurde ich dann selbst durch die Fachwerkhäuser, wo ich gesagt habe, ey, also, danach haben es viele übernommen und ich bin dankbar dafür, dass es in die Welt geht. Schaut doch mal die Jahreszahlen in den Fachwerkhäusern. Da steht kein 1, also schon in den neu renovierten, ja, aber meistens steht da sowas wie ein I oder J, also für Ja eher, ja. Und da habe ich schon gezweifelt, dass diese 2000 Jahre stimmen können. Und da man ja alles hinterfragen sollte und nicht einfach annehmen, was andere sagen, was natürlich, was ich auch gemacht habe, na klar, bis ich gemerkt habe, auch stimmt ja gar nicht, bin ich weitergegangen. Ja, und dann hatte ich diesen Drang, also diese Jesus-Geschichte hat was hier mit Frankfurt zu tun. Das klingt verrückt, wenn man ja hört, das war da hinten irgendwo in Israel, das wurde ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, das kann ja jeder nachlesen. Ja, das war ein gezüchtetes Volk oder wie auch immer. Ist gar nichts Schlimmes. Alles, was wir heute sagen, dient nur der Aufklärung und keine Verurteilung. Das müssen wir gleich dazu sagen. Wir verurteilen niemand, auch keine Christen oder sonst was, weil wir waren auch in der Schiene, aber ich mochte nie den Namen annehmen, Christ. Aber dann fand ich zum Beispiel in Frankfurt im Ptolemäusdom Maria Schlafaltar. Da sage ich, wieso ist er hier? Oder unten im Viertel, wo wir gestern waren, war ich ja schon mal letztes Jahr am 1. April und habe Schneewittchen wach geküsst. Ja, also sinnbildlich. Und irgendwie ist das auch so passiert. Also, naja, auf jeden Fall haben wir irgendwann dann gemerkt, ach so, der Jesus ist auch nur eine Brücke. Durch ihn kommt man ja zum Vater. Und dann erkennt man aber, dass es um die Mutter geht. Wenn man weitergeht, das ist jetzt klar. Wenn man nicht ehrfürchtig vor einem Gott stehen bleibt, weil du bist Schöpfer. Du entscheidest, wie es weitergeht. Und wir sind weitergegangen. Dann kamen wir zu Elisabeth. Dann kamen wir zum Mutterbaum. Diese Videos findest du alle hier im Kanal. Der Mutterbaum ruft jetzt alle zum Beispiel. In weltlichen Worten hat Brina das mal wunderbar ausgedrückt. Der Mutterstamm, die Mutter, wenn die stark ist, sind die Kinder auch stark. Wenn die Mutter nicht stark ist, sind die Kinder auch schwach. Obwohl die Kinder ja eigentlich immer versuchen zu helfen. Aber viele hören nicht auf ihre Kinder. Aber man muss eins sein, das sind keine Kinder, das sind unsere besten Buddies, so nenne ich das, ja. Wir lernen ganz viel von denen, wenn wir möchten. So, und daraufhin sind wir jetzt über Elisabeth und weg von der Jesusgeschichte an einen Punkt hängen geblieben, wo es geht ein kleines Stück zurück, aber das stimmt nicht so ganz. Und zwar sind wir in Griechenland hängen geblieben, bei den Hellenen. Wie, wenn ich fragen darf, wie ist es dazu gekommen? Du warst doch dabei. Du warst doch dabei. Ich war dabei. Ja. Ja, ich war nicht nur dabei, ich war mittendrin mit dir zusammen. Also, du hast ja dann irgendwann rausgefunden, dass Frankfurt ja auch mal Francoforte, Francoforti, Ja. Furti, Furti hieß. Und hast ja da auch so ein bis zwei schöne Geschichten dazu gefunden, wie der Name hergeleitet werden konnte. Soll ich sagen? Also die Frankofurtia sieht man ja hier jetzt. Gibt es in mehreren Variationen. Ich lasse mal ein paar Bilder laufen. Ich habe geschaut, wer ist sie denn? Ja, wieso heißt die Stadt nach einer Frau? Und da steht einfach nur, sie ist die Personifizierung von Frankfurt, also eine Frau. So, und dann habe ich mich wieder erinnert, Moment, du warst ja auch bei der Germania in Rüdesheim. Die sehen sich ja wohl ähnlich. Jo, dann findest du hier in Frankfurt einen Germaniaplatz, wo heute ein kleiner Obelisk steht für Kriegsopfer, glaube ich. Es gibt die Heidestraße nebendran. Und die Heiden werden ja gleich noch eine Rolle spielen, was auch nur ein Titel ist. Das sind keine Namen von den Menschen, die da gelebt haben, das ist ein Titel, nicht vergessen. Ja? So wie Kaiser ist auch ein Titel. Ja? Man bekommt Titel von anderen, ja? Das kann man schon mal sagen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ui, hier sind noch mehr. Und dann habe ich gerade gestern zu Brina gesagt, wir machen heute mal Frankfurt Sightseeing. Ja? Wir gehen in die Stadt, ohne zu shoppen. Und wir waren auch stundenlang da, länger als wir dachten. Und ich habe einen Rundgang gemacht, der mir so im Kopf war. Und da haben wir ganz viele Sachen gesehen. Und zwar griechische Kultur. Jetzt müssen wir noch mal kurz zurückgehen. Du hast entdeckt, dass Frankfurt früher Francoforti Ach hieß. Und in so. Bezug auf die Francofortia, die ja auch nur angeritzt wird, genauso wie die Germania, die eigentlich ja in
für uns offiziell in der Geschichte nur als Sinnbild für die Region eigentlich dient, ja, nur als Sinnbild. Du hast dich ja auch gefragt, warum es gerade hier in Frankfurt eine Judengasse gibt. Richtig. Ja. Ach, gut, die Judengasse hatte lange, also angeblich lange Tradition, und die wurde auch mal, die war mal woanders, die war nämlich unterhalb vom Dom und wurde dann immer weiter nach rechts geschoben, also außerhalb des Stadtrings sozusagen. Außerhalb der Mauer, ja. Um vielleicht auch mal ein besseres Verständnis den Menschen zu geben, wer Juden sind. Juden ist kein Volk. Es ist ein gedeckelter Name für Menschen, die sich nicht anpassen, ihr Lieben. Und vor allem, viele von denen haben Geschäftssinn, der allen dienlich ist. Nicht umsonst haben ganz viele Rothschilds waren beteiligt an Kulturdenkmälern, die heute noch stehen, und an ganz vielen Krankenhäusern, Lungenfachheilstätten und so weiter. Warum sollten sie das tun, wenn sie was gegen Menschen haben? Wie viele ja die Rothschilds hinstellen. Wie gesagt, dreh alles um. Die rosarote Brille, die muss man abziehen, nicht aufziehen, abziehen und dann die Wahrheit sehen. So. Dann bist du ja dann einen weiteren Hinweis gefolgt und hast dann wieder einen ganz anderen Namen entdeckt für Francoforti, also so wie er davor wohl genannt wurde. Ja, und dann war ich erstmal baff, als ich nachgeschaut habe, als das zu mir kam, ob das irgendwo steht. Und dann fällt mir die Kinnlade runter, dass das sogar in Wikipedia steht. Frankfurt, ehemals Hellenopolis. Da gibt es ja dann auch wieder zwei Varianten. Ja, ja, genau. Die eine und die andere Seite. Laut der Geschichte, die uns erzählt wurde, heißt es ja, dass die Stadt Hellenopolis nach der Helena benannt wurde. In diesem Fall wird hier angegeben, es wäre die Mutter des Konstantin, des Großen. Ja. Was, also das steht sozusagen in den Geschichtsbüchern geschrieben, aber man bekommt überhaupt keinen weiteren Einblick über diese Helena. Ja. Das war dann auch eine Richtung, wo man dann gemerkt hat, da stimmt auch irgendwas nicht. Wenn ich über eine nichts finde, so, dann gibt es da nicht mehr vielleicht im Moment, dann soll es auch so sein, aber... Da gibt es ja noch eine andere Helena. Und das wird jetzt immer mehr Sinn ergeben, was wir sagen. Ja, du kannst ja sagen, wer sie war. Du hast ja... Also... Sie hat viele Namen. Sie hat sehr viele Namen bekommen, weil ja auch sehr viele Geschichten erfunden wurden zum Deckeln. Ja? Man kennt das ja mit den Preußen, dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation oder mit dem Heiligen Römischen Reich oder dem, was davor eben war. Und genau da sind wir angekommen, was davor war, vor dem Heiligen Römischen Reich. Es gab ja zwei Seiten. Es gibt immer zwei Seiten. Den Osten und den Westen. Dazu könnten wir ja mal ein gewisses Bild einblenden. Ja. Da sieht man ja auch. In erster Linie meinte ich das Bild, wo einst wirklich der Osten war, das Ostland war, und wo wirklich der Westen war. Das wurde ja durch die Einführung des christlichen Glaubens, / Römer, wurde das ja verzerrt, das Bild. Eingenommen sozusagen. Also genau, das ganze Gebiet, was wir heute Deutschland nennen, was wir heute Westen nennen, war vorher nicht der Westen, das war alles Ostland. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, was es mit Ostländer gemeint ist. Osterweiterung. Osterweiterung gemeint ist. Und das spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, ja. Weil das, was hier einst war, ist nicht das, was sie uns vorgesagt haben, was es ist. Es geht auch gar nicht. Also man hat alles versucht, das zu vertuschen. Ob das jetzt gewollt in dem Spiel ist oder ob das wirklich so jetzt ging, das so denken wir gar nicht, wird sich herausstellen. Also du kannst das nur deckeln, aber du kannst das nicht verdecken. Du musst natürlich den Blick dafür haben. Und den kriegst du nur in der Selbstliebe, wollen wir noch dazu sagen. Ohne Selbstliebe kein wahres Wissen, sondern nur übernommenes Wissen.
ohne dass du das dazu ein Gefühl oder einen Impuls hattest. Das muss man mal nebenbei erwähnen. Also dadurch, dass wir erfahren haben, dass es Helenopolis heißt, Ach so, ja. das klingt ja schon irgendwie voll prachtvoll, ja? Helenopolis. Und das klingt auch irgendwie griechisch. Und irgendwo haben wir dann gelesen, dass der griechische Flair ja später nach Deutschland kam, ja? Das ist ja richtig, das ist, weil das, was heute Griechenland ist, war ja früher nicht Griechenland. Und dann muss man schauen, wo kommen denn die Griechen her? Wer sind denn eigentlich die Griechen? Und warum haben wir hier überall so viele tempelartige Gebäude und wissen auch, dass sehr viele tempelartige Gebäude absichtlich zerstört wurden? Oder versetzt möglicherweise, ja? Genau, also dazu sollte man schon wissen, wer die Griechen sind, weil die Griechen sind Hellenen. Also der Name Griech ist auch nur ein Deckel Richtig. für Hellenen. Das ist dann das romanisierte, das sind romanisierte Hellenen, die sich angepasst haben und den griechischen Titel übernommen haben. Ja, und wem es nicht gepasst hat, der hat sich entweder umbringen lassen oder ist geflüchtet, ja. Und Oder so, hat sich dem gefügt. sag ich ja, wenn er sich nicht Ne? angepasst hat. Genau, ja. So wie heute noch. Das ist heute nichts anderes. Aber das ist alles nichts Schlimmes, das ist eine Nö. Prüfung. Wie stark bist du denn? Wie mutig bist du denn? Für dich, viele sagen ja auch für mein Vaterland, für meine Familie, alles zu tun. Genau, wie mutig bist du? Gehst du gegen etwas oder bist du nur noch für etwas? Weil wenn du für etwas bist, kann auch nichts mehr gegen dich sein, weil du erzeugst ja keinen Gegendruck mehr. Du bist Schöpfer, ganz klar. Da gab es dann für uns noch ein, zwei Hinweise und die haben uns ja dann doch tatsächlich unsere Frankfurter Metropole hier geliefert, die Beweise, zum Beispiel für ein Zwillingspärchen aus Frankfurt. Das sind eigentlich hier sehr große Pärchen. Das sind die zwei Zwillingstürme hier in Frankfurt. Und da wir ja wissen, dass New York sozusagen eigentlich Frankfurt In spiegelt. groß, genau, spiegelt. Und deswegen ist auch die Freiheitsstatue dort, kommen wir am Schluss dazu. Genau, das ist ja eigentlich die Francoforti oder Germania, Ja, beziehungsweise das, was sie wirklich ist. Ja, auf jeden Fall sind wir dann durch diese zwei Zwillingstürme, die genannt werden Castor und Pollux, sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, es muss ja einen Grund haben, warum sie so heißen. Und wir haben dann geschaut, sie sind benannt worden nach den beiden Brüdern der Helena. Also dieser Helena, die damals einst Namensgeberin war für Helenopolis. Und somit sind wir bei der trojanischen Geschichte gelandet. Ja. Und da kann man dann auch, wenn man sich das mal verinnerlicht, herausfinden, was Troja ist und was Sparta zum Beispiel ist. Was hat den Trojanischen Krieg ausgelöst? Helena hat ihn ausgelöst. Durch was? Da gibt es mehrere Theorien übrigens in Filmen. Ich würde sagen, Sie wurde. aus Liebe. Es ist etwas passiert da. Ja? Und dann ist alles gedeckelt worden. Seit diesem Trojanischen Krieg, der meiner Meinung nach. Ist das jetzt nur eine Meinung oder ist das eher schon mehr? Wenn ich sage, das hat wahrscheinlich in Frankfurt stattgefunden. Der erste Tempel, der war dort, wo heute der Bartholomäusdom ist. Und Bartholomäus ist ja jetzt auch nicht weit weg von den Ptolemäern. Ptolemäer. Ptolemäer waren Das ist dann die ägyptische Geschichte. dazu, genau. Ptolemäer war Kleopatra, ja. Man muss verstehen, dass der Kern, der Ursprung mit ganz vielen Geschichten überdeckt wurde. Aber das liegt halt auch daran, wenn hier der Ursprung war, die sozusagen die Kornkammer. Ja, die Kornkammer Europas. Heute heißt sie anders. Also heute ist das eine andere Kornkammer. Also wenn man Wikipedia eingibt, dann ist die heutige Kornkammer die Ukraine. Wie wir es schon mal gesagt haben, Ukraine Schlüssel zum Ursprung, Fragezeichen. Schlüssel zum Ursprung, genau. Also schauen wir, wo war vorher die Kornkammer? Wer steht denn für die Kornkammer? Es ist keine andere als Demeter. Das ist die Mutter der Helena, das ist die Mutter von Castor und Pollux. Gar nicht weit weg von diesen zwei Zwillingstürmen steht noch ein kleineres, tieferes Gebäude. Das nennt sich Eden.
Garten Eden. Fand ich auch sehr. So, wenn wir zu der Mitte kommen, müssen wir mit etwas ganz Wichtigem anfangen. Und zwar haben wir ein Video gefunden. Wir machen jetzt mal die Audio davon. Wir setzen das Video unten drunter, kann sich dann jeder mal ganz anschauen. Und danach reden wir kurz darüber, was das zu bedeuten hat. Okay. Demeter, die griechische Göttin des Ackerbaus, reiste um die Welt, um Plantagen zu segnen und verehrt zu werden. Rituale zu Ehren der Göttin fanden in den ihr geweihten Wäldern statt. Doch bei einem dieser Rituale, während die Gläubigen im Wald Opfergaben zu Ehren der Göttin Ernährerin darbrachten, wurde die Zeremonie durch die Schreie einer Gruppe von rüden Holzfällern unterbrochen. Verlass sofort diesen Wald! Ich will das Holz für meinen neuen Palast! Erysichthon, ein reicher und mächtiger Adliger der Region, war dafür bekannt, den Willen der Götter nicht zu respektieren. Er begann, den der Demeter geweihten Wald abzuholzen. Der gierige Adlige war erstaunt über die Schönheit der geweihten Eiche. Er schlug die Eiche nieder und baute aus dem Holz die schönsten Möbel. Die Holzfäller zögerten. Es wurde geglaubt, dass die Dryaden im Inneren der geweihten Eichen lebten. Sie waren die Nymphen der Wälder, beschützt von Demeter. Gib mir sofort die Axt! Als Erysichthon mit seiner scharfen Axt auf den Baum einschlug, floss Blut aus dem offenen Spalt. Von einer Kapuze verborgen, versuchte eine geheimnisvolle Gestalt diese Barbarei. Komm schon, Junge, auf geht's, auf! Ja, gerade jetzt, gell? Hm. Danke. Hab ich halt nicht. Head and Shoulders entfernt Schuppen und Fett. Die neue Formel setzt doppelt so viele schützende Inhaltsstoffe frei und beugt vor. Eben schon frei, du bist noch nicht mal eine Lude. Für bis zu 100% Schuppenschutz. Zeit für die Ofenfrische. Seit über 20 Jahren Extraklasse. Weil ihr lockerer Hefeteig erst zu Hause frisch hochbackt. Das macht sie so extra luftig, knusprig und extra lecker. Das macht sie so besonders. Freu dich auf das Original. Die Ofenfrische. Pizza wie frisch gemacht von Dr. Oetker. Versuchte eine geheimnisvolle Gestalt, diese Barbarei friedlich zu verhindern. Wie kannst du es wagen, einen Wald zu fällen, der Demeter geweiht ist? Niemand sonst wird diese Bäume anfassen, bei Gefahr, eine schreckliche Strafe zu erleiden. Dieser Wald befindet sich auf meinem Land und ich werde tun, was mir gefällt. Der gefällte Baum nahm die Gestalt einer Nymphe an, die tot am Boden lag. Hinter der Kapuze verbarg sich keine gewöhnliche Frau, sondern die Göttin Demeter, die sich mit all ihrer Wut offenbarte. Du hast es gewagt, das zu zerstören, zu töten und zu entweihen, was den Göttern gehörte. Deshalb wirst du für deine Verbrechen auf exemplarische Weise bezahlen. Entsetzt rannten Erysichthon und seine Diener in Panik davon. Doch sie wurden zur Zielscheibe des göttlichen Fluches. Der Edelmann kam in seinem Palast an, atemlos nach einem langen Lauf. Dennoch war er froh, dem Zorn der Göttin unversehrt entkommen zu sein. Nach der Flucht war Erysichthon hungrig und bat die Dienerschaft, ihm seine Speisen zu servieren. Am Tisch stürzte sich der Edelmann auf das Brathähnchen, als hätte er noch nie in seinem Leben gegessen. Nachdem er ein ganzes Huhn verschlungen hatte, aß er auch die restlichen Speisen auf dem Tisch. Ich will mehr! Bringt mir mehr Essen! Der Metzger brachte ein kleines Ferkel. Sobald er sich dem Tisch näherte, griff der Fürst nach dem kleinen Schweinchen. Müde ging Erysichthon mit dem Ferkelchen in der Hand in sein Zimmer, aber etwas Unheimliches schien ihn zu verfolgen. Während er schlief, erhielt er Besuch von einer dunklen Gestalt namens Limos, dem Dämon, der den Hunger personifiziert. Das unheimliche Wesen griff Erysichthons Magen an und ließ ihn einen endlosen Hunger verspüren. Der Edelmann erwachte verängstigt und verspürte einen noch nie dagewesenen Hunger. Erysichthon verlangt ein großes Festmahl, um seinen Hunger zu stillen, und seine Diener gaben ihm alle verfügbaren Speisen, aber sein Hunger ließ nicht nach. So, das ist nur ein kleiner Teil, ne, davon. Also einmal vom verbotenen Baum probiert, wirst du gierig. Gierig nach Macht. Du wirst nicht mehr satt. Und das kannst du als den Beginn nennen, wie das hier gekippt ist. Und wenn man das eben nicht weiß, dass Ursache Wirkung ist, dann geht man davon aus, weil man sich nicht erklären kann, wo das herkommt, dass es eventuell Dämonen sein können. Ja. Jo, klar, aber eigentlich hat er ja die Untat getan. Ja?
Richtig. Und dadurch ist etwas entstanden, eine Reaktion. Genau. Und an dieser Stelle muss ich doch an die deutsche Eiche erinnern. Die sinnbildlich immer für die deutsche Eiche. Ja. Hier bei uns im Wald sind sehr viele große. Ja, sehr große, vor allen Dingen sehr groß. Die findet man nicht einfach so in einem Wald. Ja, die gibt es nicht bei uns einfach in den Wäldern. Ja, auf Bergen sind auch nicht so alte Bäume. Nee, die sind alle sehr jung noch, ja. Und da kommen wir jetzt wieder zum Bezug auf Frankfurt. Was hat das jetzt damit zu tun? Es gab die Bornheimer Heide. Ja? Die Bornheimer Heide. Da gibt es ein paar Bilder, wie hier, also die Pappelallee, ja, oder der Ballonfahrer von 1785, solche Geschichten gibt es da. Ist aber auch im Bild oben rechts wieder drei Frauen. Aber ich zitiere mal, was darüber auch in Wikipedia steht. Die Heide entstand erst nach einer Abholzung, ja, sonst wäre es keine Heide gewesen, weil die Heide entstand im Jahr 1522 durch die Abholzung eines Waldgebietes zwischen Frankfurt und dem lustigen Dorf Bornheim, welches das dort geschlagene Holz an die Stadt Frankfurt verkaufte. Da sieht man, es hat noch nicht zu Frankfurt gehört. Es war noch vor den Toren von Frankfurt. Hintergrund der Rodung war die Unterbindung der Holzlieferung vom Spessart nach Frankfurt durch den Mainzer Erzbischof. Ja, haben wir wieder linksrheinisch gegen den damaligen Osten, der ja heute wohl angeblich Westen ist. Und es gibt auch keine Bilder davon, kein einziges habe ich gefunden, wo das noch ein richtiger Wald war. Ja? Aber das ist ja immer aus den Annalen geschrieben, deswegen ist das schon ziemlich zutreffend. So. Wenn das genau dort passiert ist, ist das für mich der naheliegendste Beweis. Das ist ja nicht nur hier passiert, das ist ja überall passiert. Außer in den Bergen. Wobei im Harz gerade alle Fichten schon lange den Geist aufgegeben haben, nennen wir das mal. Ja? Es entsteht etwas Neues. Und da hat Brina einen ganz geilen Einwurf gehabt. Da hat sie gesagt, ich hatte ja mal gesagt, die Fachwerkhäuser waren die ersten in jedem Dorf. Und jetzt wisst ihr auch, warum die so lange halten, weil sie genau aus diesen Bäumen, aus diesen urstarken Bäumen gebaut wurden und nicht wie heute aus Sperrholz. Das ist der Grund, warum das Zeug ewig hält, weil es war für die Ewigkeit gemacht. Und der Clou ist eigentlich, es ist nur in unserer ganzen Vorstellung, weil wir im Bewusstsein gesunken sind. In niedere Frequenzen ist es zerstört. In Wirklichkeit ist nichts zerstört. Nur in der Vorstellung daran. Das heißt, du bist Schöpfer, du stellst jetzt vor, du hast das schon gesehen, du hast das als Glauben übernommen. Dementsprechend ist das so. Dass alles, was passiert ist, eigentlich nur in unserem Kopf ist. Und auf Bildern und in Filmen. Und dann fragen, was brauchen wir davon noch und was ist eigentlich die Lösung für uns alle? Und das beinhaltet Selbstliebe. Die Liebe zur Natur, die Liebe zu den Mitmenschen, die Liebe zu allem, was ist. Zu allem, was ist. Und dann erblickst du die Welt in neuen Augen. Und da das natürlich immer Frauen waren, die alles geschützt haben, ja, sinnbildlich Göttinnen, frage ich mich, wo findet denn so etwas in der Bibel statt? Wo findet so etwas bei irgendwelchen Priestern statt, die irgendwelche Rituale haben, die keinen Sinn haben? Fragt doch euer Herz. Stellt euch die liebevollste Frau vor, die ihr gerade, die ihr kennt, die ihr je kennengelernt habt. Stellt die euch gerade vor. Solche Frauen, wir gehen jetzt nur von solchen Frauen aus, sollen etwas Böses an sich haben. Seht ihr den Widerspruch aus der Bibel, wo die Frau nichts wert ist? Es wurde das Gegenteil gemacht, aber wie gesagt, das war alles nur ein Erkennungsprozess, der hier schon längst gekippt ist. Wenn du in der Selbstliebe bist, weißt du, was du erst, was die zu dir kommt, was zu dir gehört, das weißt du dann alles. Da bist du nicht mehr fordernd, da bist du nicht mehr erwartend, da bist du nicht mehr in irgendeiner Stellung, was kommt jetzt? Du lässt es geschehen, das Leben ist ein Wunder. Und zwar jeden Tag wieder. Und zwar egal, was du tust. Wichtig ist, du tust etwas. Das ist wichtig, kein Stillstand. Und nicht sagen, das war schon immer so. Ganz wichtig, das kann sich sofort ändern. Es ändert sich ja ständig, weil man ja neue Erkenntnisse bekommt. Ganz genau. Das ist Weiterentwicklung, genau. Das ist kein Stillstand. Leben ist Entwicklung. Ein Baum wird ja auch älter und älter und älter, wenn man ihn lässt. Das ist Entwicklung. Bis er irgendwann weiß, okay, bis hierhin kann ich, mehr geht da nicht, wegen der Luft oder was auch immer. Oder wegen auch den Menschen. Aber das alles ist nur in der Vorstellung.
Das, dementsprechend sehen wir das, weil das mit den Schwingungen auch der Menschen zu tun hat. Ganz einfach. Interessant. Wieso heißt denn nur die Frankfurter Hochhausstadt Skyline? Mhm. Hat einen Sky Tower. Du fährst, wenn du nach Frankfurt kommst, von der einen Seite, ich weiß nicht welche, fährst du über die Europabrücke und da steht auch Europastadt Frankfurt. Und ich wiederhole es gerne, die Fans von der Eintracht singen immer wieder im Herzen von Europa. Da, da, also weiter kann ich es nicht, ja. Aber die Hinweise, die sind erdrückend. Erdrückend. Und wenn wir das alles noch zeigen würden, was wir dazu gesehen, gelesen, gehört haben, würde das Video den Rahmen sprengen. Es wird schon jetzt, ich glaube, sie sind jetzt schon ein bisschen geflasht. Ja, das ist, ja. Aber es geht hier um unsere Mutter, es geht hier um unseren Urstamm und der schreit ganz laut nach Befreiung, ja. Und deswegen, also Helenopolis wurde nach der Helena benannt, die die Tochter von Demeter und Zeus sind. Diese Helena soll aus einem Ei geschlüpft sein. Ja? Sie ist nicht auf natürlichem Wege in diese Welt geschlüpft, gebracht worden. Das ist diese Geschichte des Ursprungs aus dieser Kultur. Ja? Kleopatra und ihr Bruder, die sind miteinander vermählt worden. Ja? Sie haben genau das Gleiche gelebt, und zwar nach der Isis und Osiris. Das ist genau das Gleiche wie Demeter und Zeus. Es sind nur andere Namen. Und dass Demeter hier ganz groß eigentlich war früher, ich meine, was haben wir alles davon? Eine biologische, landwirtschaftliche, wie nennt man das? Grundidee. Dafür. Grundidee oder hier das Bienengesetz, was extra geschaffen wurde, basiert alles auf Demeter. Zum Beispiel eine Frau mit Flügeln, wir kennen sie eigentlich als Engel, aber jede Frau mit Flügeln symbolisiert Demeter. Jede. Jede. Sie steht für die Fruchtbarkeit, sie steht für Tod und Auferstehung. Ja? Sie steht für die vier Jahreszeiten. Da gibt es ja noch die andere Geschichte, dass ihre Tochter, in einem anderen Fall heißt sie Persephone, ja, geraubt wurde. Der Raub der Persephone. Da fallen mir dann auch gleich der Raub der Sabina ein. Der Helenenraub fällt mir ein. Es ist alles die gleiche Geschichte. Der Kopf der Medusa, kannst du dazu sehen? Die Medusa wird bei Athena als Priesterin der Athena erwähnt. Deswegen findet man sehr oft Statuen ohne Kopf. Und gestern waren wir zufällig im Goethe-Museum, ja, obwohl wir mussten es einfach nochmal sehen. Ja. Da stimmt einiges nicht, das können wir schon mal sagen. Und da liegt doch tatsächlich ein ganz großer, nur der Kopf, Gipskopf, wer war es nochmal? Die Tochter der Demeter. Die Tochter der Demeter. Jetzt frage ich jemand, was hat die mit Goethe zu tun? Aber im Goethe-Haus sieht man so einiges. Ja? Man darf da nicht fotografieren, aber ich war ja schon mal drin und ich habe ja noch ein paar Fotos hier. Ja? Und da sieht man, wie die Ägypter ausgesehen haben sollen, ja? Weil das ist ja ein Bild, da geht es um den Pharao. Der sieht ja eher aus wie ein, ich weiß nicht, so ein Perser aus dem Morgenreich oder was weiß ich. Da siehst du schon, da stimmt einiges nicht. Ja? Und wir haben Gemälde da drin gesehen. Leute, irgendwann erkennt man es einfach, dass das Käse ist. Das sind gedeckelte Geschichten, die haben meiner Meinung nach überhaupt nicht mal stattgefunden. Aber wir leben hier in einem riesengroßen Spiel, in einem Urwald der Informationen. Und wenn du aber anfängst zu fühlen und dich liebst, so wie du bist, dann macht das was mit dir und du kannst das irgendwann nicht mehr, du kannst nicht mehr sagen, ich gucke da nicht mehr hin, weil das hat ja mit deiner Berufung zu tun. Ja, und du kannst nun mal, du bekommst ein richtig gutes Gefühl für etwas, was halt nicht stimmt. Wenn etwas stimmt, hast du ein wundervolles Gefühl dazu. Ja, ja. Man kann das, man fühlt es einfach. Das ist, du zweifelst dann nicht mehr daran. Ja. Du zweifelst einfach nicht. Man kann auch noch erwähnen, wie das verdreht wurde, Helena, ja. Also Hell würde ja die Hölle genannt. Hell, selbst Helena ist nicht mal ein Name, sondern einfach nur die Helle, die Leuchtende. Das ist ja kein Name in dem Sinne, ja. Und hier wurde das natürlich umgedreht. Gut, in Frankfurt ist auch lustig, beim Faschingszug sagt man Hellau, ja. Hellau. In Köln nicht. Nee, da sagt man Alaaf, gell. Ja, genau. Alaffen. Alaaffen. Also das sehen wir auch sehr oft an Wänden geschrieben, das Wort Affe. Affe, ja. Und das ist auch sehr lustig, weil Affe haben wir ja dann irgendwann mit Primus verbunden. Und Primus ist ja eigentlich auch wie, ja, ein Primat. Ja. Ein wie sagt man dazu, Hauptstamm? Urstamm, nee, also wir haben ja nicht vom Hauptstamm. Nee, das ist eigentlich nur ein Vergleich, die Affen. Schaut doch mal, wenn ihr mal im Affenhaus wart, schaut doch mal, was die vor euch machen. Die machen alles, ja.
Das interessiert die überhaupt nicht, ob da jemand zuguckt. Also da sind sie uns schon mal voraus. Da sind sie nicht mutig, sondern für die ist das normal. Bei uns hat das ja mit Scham und alles zu tun. Das gehört sich nicht. Das ist alles christlich. Ein Mensch hat keine Grenzen. Genau. Ein Mensch setzt sich nur selber Grenzen. Und dabei erkennst du, dass du sowieso gar nicht mehr gegen die Schöpfung handeln kannst. Gegen die Schöpfung handelst du eigentlich gegen dich selbst. Genau. Nochmal in Bezug auf Grenzen setzen. Also ich habe ja da noch was gefunden, zum Beispiel die römische Auferlegung des Christentums. Das ist jetzt ganz wichtig, um zu verstehen. Sorry, Schatzi. Ja, ja. Ganz wichtig, um zu verstehen, dass wir nicht gegen Christen gehen, sondern dass die Christen das gedeckelt haben. Weil wir auch schon gesagt haben, wer das Video kennt, die Zwangschristianisierung und ihre Folgen, das ist dadurch passiert. Aber trotz allem, ich sage immer wieder, es ist gar nichts Schlimmes. Nein, es ist überhaupt nichts Schlimmes, ja. Wir haben das ja selber alles so nicht gesehen oder wahrgenommen. Nee, heute wissen wir aber, für was es da war. Richtig, und deswegen empfinden wir es auch als sehr, sehr wichtig, dass wir das raussprechen. Ja, genau. Hier steht zum Beispiel, also die Hellenen waren immer eine Gefahr für das frühe Römische Reich, weil sie freie Köpfe waren. Sie glaubten nicht an die Lügen der neuen Religion. Die Kaiser verwendeten Verfolgungen, Massaker und die Zerstörung antiker Denkmäler. Sie verbrannten Bibliotheken, in denen das alte Wissen vorhanden war, und stoppten den menschlichen Fortschritt. Unterdrückung und viele andere Gräueltaten gegen die Hellenen. Dann habe ich hier noch stehen, Hellas, also sie wurden ja Hellas. Die Hellas haben ja den Namen Graecia oder Graecus bekommen, um das Wort Hellas zu eliminieren und jede Gefahr für die neue Religion zu minimieren, wie die Hellenen als Heiden identifizierten. Es ist bekannt, dass das Wort Hellenen im Römischen und später, das kam ja erst später, das Byzantinische Reich, später im Byzantinischen Reich mehrere Jahrhunderte lang strengstens verboten war. Also dieser Demeter-Kult wurde verboten. Ja? So setzten sich die lateinischen Namen Graecia und Graecus später in romanischen Sprachen sowohl für das Land als auch für seine Bewohner durch. Dann haben wir noch was gefunden. Die historische Zerstörung des Parthenons fand im 4. Jahrhundert nach der Christianisierung, also nach Christus, ist für mich ganz klar nach der Christianisierung. Wenn man das versteht, versteht man eigentlich ganz viel. Und zwar fand das statt, die Zerstörung fand statt durch christliche Fanatiker. Dies ist eine historische Tatsache, die von unserem Bildungssystem schamlos verborgen wird. Dann noch ein paar Beispiele, also in Bezug auf Akropolis sozusagen, ist gleich die Zerstörung durch Christen. Aber die griechische Kultur erwies sich als zu stark, um sie zu unterdrücken, und die Kaiser mussten mehr tun, um die Gefahr des Hellenismus loszuwerden. Und sie taten es, sie haben unseren Namen geändert. Ein Name, den die Römer für die Hellenen Süditaliens verwendeten, war Graecus. Also ist ja auch dann nur gedeckelt. So, also die Hellenen wurden dann Heiden genannt. Ja, und zwar ist es so, dass die Christen alles, was nicht christlich war, Heiden nannten. Also alles, was nicht christlich war, ist ein Antichrist, weil er nicht christlich war. Somit sind die, die auch keinen christlichen Glauben sind, alles Antichristen. Ja? Sowohl der Volker als auch ich. Mhm. Wir sind alles Antichristen. Ja. Und das ist alles auch verbunden mit dem Ego. Und das Ego hat große Angst, dass es verschwinden muss. Ja? Und der Christ hat auch sehr große Angst, dass hier endlich offenbart wird, dass hier was ganz gewaltig nicht richtig läuft. Das kann man auch sehr schön dran erkennen, weil wir sind ja für Liebe, und Menschen, die sehr streng christlichen Glaubens sind und uns als Verleumder nennen oder Gotteslästerer, das sind die Menschen, die uns das Schlimme, sie wünschen uns Gottes Rache, also das Schlimme, sie wünschen uns ganz Schlimmes. Das ist nicht Liebe, das ist das Gegenteil, also die andere Seite ist das, das ist das Gegenteil. Und genau das ist das, was wir hier versuchen zu verdeutlichen, um was es hier wirklich geht. Der Hellenismus ist verboten worden. Ja? Die Hellenen, sie sind verfolgt worden. Wie viele Familien sind umgebracht worden? So,
Und uns ist auch bekannt geworden, dass die Hellenen, nachdem sie Heiden wurden, genannt wurden, sie haben ja dann noch weitere Bezeichnungen bekommen. Und die können auch schon gewesen sein, die haben ja den Dörfern auch schon Namen gegeben. Ja, das waren die Kelten, das waren die Barbaren, das waren die Kerusker, das waren die Chatten und wie sie alle hießen. Alles waren dann nur noch Heiden, weil die brauchten einen Gesamtnamen, weil es ja Gegner waren, ja, die da nicht mitgemacht haben. Aber eigentlich haben sie halt nur auf der Heide gewohnt. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwo, sie haben nicht in irgendwelchen Baracken gewohnt, sondern die Geschichte, die jetzt hier ist, in der wir jetzt leben, und die es jetzt hier geht, die kann nicht so alt sein. Das sage ich immer wieder, weil die Jahreszahlen sprechen für sich. Ja, oder auch eben nicht. Ja, das ist ja das Schöne. Und das gilt es halt zu lösen. Das ist eigentlich so, das sollte jeder dort tun, wo er lebt. Warum lebe ich denn da? Das hat ja einen Grund. Ja, also alles in deinem Leben hat einen Grund. Das hat mit dir zu tun. Aber wenn man sich nicht um sich selbst kümmert, dann geht es an einem vorbei und das Leben ist irgendwann vorbei. Es muss aber nicht sein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt kommt das Wichtigste. Die Christen, das steht auch in der Bibel so, also Gott hat verboten, mit Kräutern zu hantieren. Das hat die erstmal ermöglicht, der Pharma oder dem Arzt eine Berechtigung zu geben, dass nur noch der Mann heilt. Aber eigentlich sind es eh die Frauen, die Schwestern, sage ich mal, ja. Genau, das Ganze ist aber auch wieder daraufhin zurückzuführen zu Demeter. Denn die Demeter war nämlich ja auch bekannt, also für sie steht die Kornkammer, ja, die heilige Kornkammer. Sie war ja für das Wachstum, für Mutter Erde zuständig, ja, sinnbildlich. Und es war ja so, dass ja damals gewisse Substanzen dann verboten wurden, also wie du schon sagst, die Kräuter, und dazu zählte ja auch Mutterkorn, ja, weil, wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift, aber die Dosis macht die Wirkung, sage ich, weil Gift gibt es eigentlich nicht, es sei denn, du überdosierst dich, ja, du hast zu viel von etwas, aber dann sagt dein Körper, das ist einfach zu viel, und dann wirst du es lernen, dass es zu viel ist. Ja, das machst du einmal. So, zum Beispiel Mutterkorn, weil sie ist ja bekannt für Getreide, also Gerste, Hafer, Weizen und so weiter. Und da kam ja dann irgendwann das Problem mit dem Mutterkorn, weil es wird ja auch dem Demeter-Kult zugeschrieben, dass gewisse Rituale stattfinden, aus denen gewisse vorseherische Lesungen hervorgehen. Und genau das ist das, was durch gewisse Substanzen hervorgerufen wurde, zum Beispiel Mutterkorn, was eine ähnliche Wirkung von LSD hat, sozusagen, was ja dann auch, wie der Hanf auch, irgendwann verboten wurde. Demeter steht auch für den Mohn, also da kann ich ja wieder den Klatschmohn erwähnen. Also sie steht eigentlich für alle super tollen Pflanzen, die dein Bewusstsein mal so richtig in die Decke, in die Höhe schießen lassen. Hm? Müssen wir auch dazu sagen, es geht auch ohne. Also da braucht jetzt nicht schon wieder jemand Angst vor, um Gottes Willen. Nein. Hat damit nichts, wir brauchen das auch nicht übrigens, ja. Nee. So, was Droge ist, was Droge genannt wird, nein. Es ist, aber wenn du schaust, es ist Mutterkorn, es ist ja nur was Pflanzliches. Sicher. Genau. Was dann aber später dazu kam, waren die ganzen, wenn du eine Formel hast, wie du etwas synthetisch herstellen kannst, dann tut man das natürlich, ja. Und das wurde dann natürlich synthetisch hier hergestellt, weil es ja verboten war. Und davon halte ich ja dann gar nichts von den synthetischen Sachen, überhaupt nicht. Ja, weil es ist ja nicht mal in seiner Natur, in der naturellen Form vorhanden. Es ist ja verarbeitet bzw. umgemodelt, auf jeden Fall nicht mehr in einem reinen Zustand. Die Kornkammer? Mhm, die Kornkammer. Daraus sind ja auch ganz viele Mythen entstanden, zum Beispiel auch Brüder Grimms. Mhm. Die haben praktisch ja auch Roggenmuhme gehabt, einem Korndämon der deutschen Sage ist auch auf Demeter zurückzuführen, ja. Das, überleg doch mal, Korndämon, was soll denn das sein? Warum hatten sie manchmal schlechte Ernten? Wer ist denn dafür zuständig gewesen? Die Menschen selbst. Und wie war das in Ägypten? Wo hatten die Ägypter ihr Korn damals gekauft? Also im Grunde genommen ist es so, du hast ja hier den Kern. Ja? Und deswegen, die Ägypter haben ihr Korn hier gekauft, ja. Genau, es gibt ja eine ganz lange Kornkammerstraße hier. Kornkammerstraße? Weiß nicht, ob wir die Karte haben. Haben wir die? Kann man ja noch raussuchen. Die finden wir schon, Kornkammerstraße. Und das findest du auch bei Elisabeth, ja, bei der Heiligen Elisabeth. Die hat auch die Kornkammern geöffnet, wo dann der König oder wer auch immer entbrüstet war. Das siehst du in ganz vielen Märchen, wo dann, wenn die Liebe Einzug erhält, für alles geöffnet wird. Ja, da wird nichts mehr zurückgehalten oder abgenommen, dann wird das geöffnet für alle. Weil diese Menschen haben immer ein Herz für Arme. Ja, also mehr natürlich wie für Reich, aber wir haben ein Herz für alle, das dürfen wir jetzt nicht vergessen.
Weil wir machen keine Unterschiede mehr, weil wir wissen, wofür es ist. Und die Kornkammer in Frankfurt, die scheint ja sehr groß gewesen zu sein, wenn es eine ganze Straße war. Und wir wissen ja auch, dass da viele Schiffe angelegt haben und dass dort steht auch irgendwo, glaube ich, der größte Handel europaweit überhaupt war. Ja, warum war das denn genau da? Ja. Also. Sie steht ja auch, die Demeter steht ja, nee, Helena, die Tochter, steht ja auch als Schutzpatronin für Frankfurt, gell? Oder war es Demeter? Nee, Demeter war es. Eine der beiden steht wenn, für... Wenn es Frankofortia ist, ist es sowieso sie. Ja. Ne? Genau. Und du kannst auch sagen, wie den Flügel, ne? Wenn was mit Flügeln da ist, genau. Wie, dann ja. Weißt du, wer die Schutzpatronin ist, ja? Vor allen Dingen, bei genau. Piloten vor allem. Und sie ist auch, sie steht auch eigentlich, also genannt wird sie auch irgendwie zwischendurch mal Erzengel Michael oder überhaupt Erzengel, ja? Ja. Die haben ja auch alle Flügel. Das steht auch sinnbildlich für Demeter und nichts anderes. Oder hier bei den Flugzeugen, bei den Kapitänen sieht man die Flügel. Bei KISS, bei der KISS Army. Wollen wir es gerade mit reinbringen? Bei der KISS Army? Die KISS Army, seht ihr, das Selbstreden. Ich bin nicht umsonst schon immer KISS-Fan. Aber jetzt bringen wir jemand ganz anders mit dazu. Wisst ihr, wer noch KISS-Fan ist? Und die hat sogar auch noch den gleichen Namen wie die Helene. Na, sowas? Die kann sogar Rock singen. Und wie gut sie das kann. Und sie sieht so richtig heiß aus in diesen Lederklamotten. Wen meinen wir denn? Also es hat was mit Schlager zu tun. Ja. Helene Fischer. Ihr letzter großer Hit vor 3 Jahren. Wann wacht ihr auf? Hört ihr was Lied an? Ich habe das rausgehauen, die haben mich ausgelacht. Gleich wieder Verurteilung. Aufwachen. Das ist eine wunderhübsche Frau, die singen kann, die akrobatisch ist alles. Das ist ein Engel. Ja? Die lebt ihre Berufung voll und ganz. Ob es innen oder außerhalb der Matze, spielt keine Rolle. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, und sie hat gesagt, sie hat sich KISS, die Band, als Vorbild genommen. Sie hat sie aber erst live gesehen, dann hat es Klick gemacht. Ich habe gesagt, KISS muss man live sehen. Es ist egal, du musst alles erst selbst erlebt haben, um da mitreden zu können. Es ist beim Hanf so, es ist bei der Musik so. Das ist einfach so, beim Rock. Das wie eine Familie ist das, ja. Da findet man sich und da versteht man sich blindlings. So, aber nochmal um den Bezug zu den Helenen. Also, da ja alles von hier aus weggegangen ist, sind ja natürlich auch, je weiter weg unsere Stämme gewandert sind, sind natürlich auch die Geschichten abgeändert worden und haben sich verändert. Ja, diese Geschichte der Helenen ist ja trotzdem in Ägypten noch zu finden, weil Kleopatra war Helenin, ja. Sie war keine Ägypterin, sie war Helenin. Und deswegen... Der Beweis dafür, dass Ägypten ja viel später erst entstanden ist, ist, dass es keine ägyptische Sprache gibt. Da habe ich ein super Beispiel. Jetzt kommen wir mal vielleicht zu den Zufällen, die es so gibt. Ja. Meine Ex-Frau Sandra war mal bei Familienduell mit Werner Schulze-Erdl. Und da ging es um Fremdsprachen. Und dann sind sie rausgeflogen, weil sie die falsche Antwort gegeben hat. Sie hat nämlich, also weißt du, die anderen haben jetzt gesagt Schwedisch, Finnisch und sie hat gesagt Ägyptisch. Aber die ägyptische Sprache gibt es nicht als Sprache. Sind ja auch nur Reliefs oder Bilderchen. Und da sind sie rausgeflogen, genau mit diesem Wort. Das ist einfach nur darauf zurückzuführen, dein erster Impuls sagt dir eigentlich, du sprichst was aus, weil da musst du ja. Da geht es ja um Zeit. Da denkst du nicht drüber nach. Das ist für mich einfach nur ein ganz klarer Hinweis, dass sie... dass es mit der Heimat zu tun hat. Richtig. Ja. Und Kleopatra, sie ist Helenin gewesen und sie gehörte der Familie der Ptolemäer an. Ja? Und das findet man auch in Frankfurt, indem man mal schaut, was der Bartholomäus für eine Bedeutung eigentlich hat. Ja? Dass man das auch mit den Helenen verbinden kann wieder. Da, wo der heutige Dom steht zum Beispiel, war vorher auch was ganz anderes. Da war ein Tempel. Da war ein Tempel, der wurde zerstört. Oder es ist das, ich blende es auch noch ein, die Reste, die habe ich schon als Kind gesehen, die wurden jetzt überdacht irgendwie. Weil ich habe früher schon gesagt, das sieht aus wie ein altes Bad oder sowas. Und es war auch sowas. Das war irgendwas zum Reinigen, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Und die Frauen, das kann nur von Frauen gewesen sein, weil die Frauen immer darauf bedacht sind, die Frauen leben Sauberkeit, sage ich mal so. Also sollte so sein, die meisten tun es ja auch. Aber die Männer sollten das übrigens auch tun. Nur mal so ganz nebenbei. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, was alles gedeckelt wurde für Namen, damit man... Und vielleicht noch, wenn die ausgewandert sind, hat sich natürlich die Sprache verändert. Ja. Und deswegen kannst du sagen, in Schweden, Norwegen, da oben Nordkap, sind die alle sehr hell und die haben es kühl da. Wenn du auf die andere Seite gehst, in Afrika ist alles zu extrem. Also
Dualität ist noch da. Es ist egal, in welche Richtung du gehst, was um uns hier herum ist, je weiter weg sie vom Ursprung gehen, umso mehr passiert mit ihnen was. So empfinde ich das. Ja. Aber es ist deswegen kein Wunder, dass gerade aus Schweden so viele gute Bands kommen oder ABBA. Da ist halt kalt, da haben die viel Zeit zum Schreiben. Ja? Was willst du groß machen, wenn es so kalt ist? Ja. Oder dunkel. Richtig. Und das war, ja, alles waren Helenen. Ja? Hier war alles Helenen. Ja, alles. Und es war alles hier. Also auch jeder Christ. Aber da hast du einen schönen Satz zu. Jeder Christ ist eigentlich auch Helene. Da kommen wir gleich noch zu. Aha. Also jeder, der an viele Götter glaubte, wurde ja als Heide bezeichnet. Kelten, also du musstest ja, der Hellenismus war verboten, also durfte der Name Hellenismus auch nicht mehr fallen. Ja, es geht hier um die Frau, Hellenismus, ja, Frau. Also jeder, der an viele Götter glaubte, wurde als Heide bezeichnet. Kelten waren selbst Heiden, also auch gedeckelt. Ich denke, was du gerne wissen möchtest, ist, ob es einen Unterschied zwischen Asen und Kelten gibt. Ja und nein, beide haben ähnliche Geschichten, jedoch haben beide auch ihre eigenen Helden und Erzählungen. Ähnlich wie auch die griechischen, viele Geschichten und Götterfiguren gleich wirken, aber auch einen anderen Namen haben. Das Heidentum hat sich über die gesamte Erde erstreckt und findet sich sogar im buddhistischen Raum, in der Böen-Religion, wieder. Selbst die amerikanischen Ureinwohner waren Heiden. Erst durch Abrahams Gott wurde das Heidentum langsam Stück für Stück verdrängt. Also erst den Hellenismus verdrängt und dann die Heiden verdrängt. Ja, weil es war ja Zeit für einen neuen Namen, also für einen neuen schuldigen Namen. Lesen wir mal kurz zu Ende. Also, Abrahams Gott. Warum dies eigentlich? Wenn du mich fragst, Menschen wollen Führung. Sie sind nicht bereit, die Verantwortung für ihr Tun übernehmen zu wollen und sehnen sich nach einem Vater, der sie führt. Bei den Heiden jedoch gibt es diese Führung nicht. Wir dürfen uns unseren Platz selbst verdienen und ernten auch das, was wir säen. Ja, ganz wichtig, wir brauchen keine Führung. Wir haben einen Führer und das ist unser Herz, unsere Impulse, die wir bekommen, gekoppelt mit unserem Gefühl. Das ist unsere Führung durch uns selbst heraus und das kann nur aus der Quelle kommen. Dann musst du auch bestimmte Dinge nicht lernen, weil du mit der Urinformation so verbunden bist, dass du es richtig machst. Egal was, du machst es richtig. Wenn es noch nicht so klappt, mach dir keinen Gedanken. Du bist schon, jeder ist auf dem Weg. Sich selbst zu, ich will das Wort gar nicht nehmen, perfektionieren, will ich nicht nehmen. Verwirklichen. Als Mensch, wie gesagt. Und dazu muss man natürlich erkennen, dass es den Tod nicht gibt. Den kann es nicht geben. Den kann es nur in der Vorstellung geben. Und da du Schöpfer bist, kannst du dir das selber kreieren. Nur mal so nebenbei. Ja. Willst du jetzt zum Symbol kommen? Welches wäre jetzt das erste? Das erste Symbol. Ja, also das hier, ja. Also ich würde eher sagen, wir fangen mit dem Kreuz der Christen an. Alles klar. Das war mal anders. Also das Kreuz der Christen, wenn du es dir auf einem Hügel vorstellst, sieht aus wie das Schwert Artus im Stein. Hm? Sinnbildlich. Wenn du aber weiter dich entwickelst, kommst du zur Erkenntnis und du beziehungsweise zu dem wahren Ursprung, was das Kreuz eigentlich symbolisiert. Also, da ist was gestorben mit dem Kreuz. Ja, da ist am Kreuz was gestorben. Und zwar das, was vorher über dem Kreuz war. Und zwar muss man sich eigentlich nur das Ankzeichen anschauen. Dann sieht man, wie es wirklich einst mal war. Weil Kleopatra hat das Zeichen ja auch mitgenommen. Und komischerweise hat Frankfurt ein Ank im Namen. Und war es Helena oder war es Demeter, steht öfter auch irgendwo mit einem Anker. Ja, das steht jetzt in dem Sinne gar nicht wirklich für Schiffe. Das hat einen anderen Grund. Damit ist das Ankzeichen gemeint. Und zwar wieder, um den Rückschluss zum Hellenismus wiederzufinden, der ja so verboten war. Also der war verboten, dann waren die Heiden verboten, so, dann kamen die Juden. Also, wie kann man das am schönsten sagen? Alle Christen sind Hellenen, aber nicht alle Hellenen sind Christen. Alle Juden sind Hellenen, aber nicht alle Hellenen sind Juden. Alle Kelten sind Hellenen, aber nicht alle Hellenen sind Kelten. Ich kann jetzt weitermachen. Alle Heiden sind Hellenen, aber nicht alle Hellenen sind Heiden. Versteht ihr, was hier passiert ist? Und auf diesem Kreuz sieht man es wunderbar. Guck mal, der Kopf ist eigentlich abgerutscht. Ja? Der wurde gevierteilt. Und noch besser sieht man es ja bei dem anderen. Zeig mal das andere.
Kreuz. Ach, das war bei mir, gell? Ja. Hab ich jetzt nicht. Also hier von Black Sabbath, Headless Cross. Ja, der kopflose Kreuz, weil der Kopf von oben, der Ring, ist runtergerutscht in die Mitte. Und später bei den Christen ist er ganz runtergerutscht als Hügel. Ja, weil in der Mitte hing er, ist eigentlich sinnbildlich, so in der Höhe von Jesus' Kopf, der da am Kreuz bei denen hängt. Ja. Das ist eigentlich sinnbildlich, steht das für den Tod der Hellenen, ja, des Hellenismus. Ja. Und wer hat die Tempel zerstört? Die Christen. Wir haben es schwarz auf weiß überall. Weil dieser Glaube ist schon unter Zwang eingeführt worden. Fanatisch. Fanatischer Gottesglauben ist das. Genau. Und gibt so eine schöne Serie auf Netflix, Manifest. Oh. Wer die durchgeschaut hat, der versteht, was wir hier sagen. Der versteht auch, wo ein christlicher Glaube hinführt. Und zwar direkt in den Tod. Früher oder später. Weil das mit Tod verbunden ist. Aber sie glauben ja an ein Weiterleben, ja. An ein Weiterleben. Aber wie will ich denn weiterleben? Warum bin ich denn hier? Man sollte sich die Frage stellen, warum ist man denn hier? Ich bin doch jetzt nicht hier zu einem Übergang, um auf irgendwas zu warten, was vielleicht kommt. Was mir irgendwer erzählt hat, das vielleicht kommt. Ich meine, man kann dem blind vertrauen, wie schon immer. Aber wir Heiden, wir Hellenen, eher gesagt, sind nicht dafür bestimmt, das zu glauben, was man uns erzählt, sondern wir hören auf unsere innere Stimme. Ich nenne uns nicht mehr Hellenen, ich nenne uns einfach die Hellen. Die Hellen, die Erleuchteten, was auch immer. Ich freue mich, dass ich das weiß, dass das aus uns rausgekommen ist, ja, dass wir das finden durften. Und die Beweise sind überall. Geht durch eure Städte, schaut doch mal. Volker hat ja immer gesagt, geht mal durch euren Ort, schaut euch mal genau um. Da werdet ihr genauso Beweise dafür finden. Und es gibt einen Grund, warum die Römer die Hellenen gehasst haben. Römer sind Christen. Die haben diesen christlichen Glauben unter Zwang eingeführt. So, und jeder, der sich nicht gebeugt hat, wurde entweder abgemetzelt, vielleicht hat er den Mut noch gehabt zu fliehen, oder hat sich gebeugt. Und diese ganzen verschiedenen Namen angenommen, ja. Und nach sind andere Länder natürlich, wo unsere Stämme hingeflüchtet sind, sind die Christen natürlich hinterhergekommen und haben da auch alles verchristianisiert und denen diese gewissen Namen gegeben. Also was dann da Griechenland war, das sind alles christianisierte Hellenen. Es gibt aber, glaube ich, ich will mich nicht festlegen, es ist auf jeden Fall eine Südseeinsel, wo nicht danach gelebt wird, wo jeder, da ist nur Harmonie auf dieser Insel. Also da wird so eine Art... Matriarchat gelebt, sie nennen es Matriarchat. Und das ist ein Einblick ins Paradies und deswegen ist Hawaii, wenn du an Paradies denkst, denkst du an Hawaii und so. Genau, ja. Matriarchat, Matriarchat in dem Sinne steht für Demeter. Und jetzt kurz, warum ist das alles so passiert? Ob das so passiert, ist eine andere Rolle. Ja. Es gibt sehr viel Photoshop, mehr sage ich nicht. Es gibt auch sehr viel Lärm für das Ganze hier. Ja, aber das Ganze ist so, dass jeder sehen kann, was tue ich für mich, was tue ich für alle, was tue ich für die Erde. Und wenn man genau hingeschaut hat, lief hier alles darauf hinaus, dass wir hier die Erde komplett zerstören und sind noch stolz drauf. Und warum? Weil wir nicht auf Impulse gehört haben, genau. Aus uns selbst. Genau. Wir hätten unseren eigenen Lebensraum hier komplett zerstört, aber ich sag mal, hier ist so eine Art Notfallsystem drin, das kann nicht passieren. Richtig. Das kann nicht passieren, weil das unmöglich ist. Du kannst Liebe nicht vernichten. Liebe ist, ist immer Hoffnung, sage ich jetzt mal denen, die keine Hoffnung haben. Und diese Hoffnung ändert sich dann, du hast keine Hoffnung mehr, das geht dann ins Ich weiß es. Und von Ich weiß es geht es in Ich fühle es. Ja. Dann weißt du es richtig. Und dann kannst du andere Menschen fühlen. Dann kannst du andere Menschen ganz anders wahrnehmen. Dann hast du keine Vermutung, sondern du weißt direkt, was ist. Das ist Wahrheit leben. Das geht aber nur, wenn du dich selbst so annimmst, wie du bist. Und dazu braucht es keine Religion. Dazu braucht es keine fremden Texte oder so. Da kann man sich überall was rausziehen, was resoniert, natürlich. Aber nicht blind übernehmen, was dort geschrieben ist, weil es heißt, sonst wirst du bestraft. Wen soll denn die Liebe bestrafen? Ja, niemanden. Also. Liebe bestraft nicht. Da hatten wir eigentlich auch vergessen, noch die Karte zu erwähnen, wo diese gewissen Städte, die du genannt hast, drauf sind. Ah. Weil das hat ja uns noch näher an die Hellenen geführt. Ja. Ist auch ganz interessant. Ich habe mich gewundert, vor ein paar Jahren hat Deutschland gegen Mazedonien gespielt und hat verloren. Da habe ich schon gedacht, was ist denn das? Was ist denn das? Heute passt das zu dieser Karte hier, dass hier Mazedonien war. Und wie gesagt,
wenn aus Europa, Deutschland alle ausgewandert sind. Erstmal, deswegen haben sie jetzt auch den Drang, wieder zurückzukommen, weil das Licht heller strahlt in Deutschland. Das können wir so mal sagen, wie es ist. Es gibt ja genug hier, die wirklich viel tun dafür, ja. Und das strahlt in die ganze Welt hinaus. Ja, deswegen, viele haben sich mal um die Leylinie gekümmert und so weiter. Für mich brauchst du nicht. Ja, wenn du das weißt, dass, und jeder, viele wissen hier, sie haben eine große Aufgabe, aber seid euch doch bewusst, gerade wir Deutschen sollen so Duckmäuse sein, gerade wir. Wir haben ja einen Schuldkult damals auferlegt bekommen, ja, der überhaupt kein Schuldkult ist, es ist nämlich genau umgedreht. Ja, wir wurden doch überrumpelt, unser Land wurde zweckentfremdet, unser Land wurde umgenannt, wir wurden verfolgt, wir wurden gehetzt, noch, das ist, hängt es, alles zusammen. Aber wenn du mutig bist, das ist wie in einem Abenteuerfilm, dann bist du dir sicher, du erreichst dein Ziel, egal was gerade passiert. Und wie geht das? Indem du die Schnitzeljagd weiterführst und zwar deinen Impulsen folgst. Weil dann kommt man ja zu dem Punkt noch, weil wir haben ja das mit den zwei Zwillingstürmen, Castor und Pollux, die haben wir entdeckt und die ja irgendeinen Zusammenhang haben müssen mit den Zwillingstürmen in New York, die ja am 11. September gefallen sind. Und an diesem Tag, das war sowieso ein sehr skurriler Tag für uns, ja, irgendwie. Du warst an diesem Tag bei einem Griechen essen. Ja, bei einem Griechen. Und ich habe mein Examen gemacht an diesem Tag. Ja. Was war noch am 11.? Am 11. ist Namenstag für zum Beispiel den Namen Helena. Daraus abgeleitet Helga. Also meine Mutter. Und auch Hildegard, also meine Mutter. Also nur mal zu zeigen, es gibt keine Zufälle, man erkennt es halt erst am gewissen Moment. Genau, und wir waren ja auch sehr auf den Spuren der heiligen Elisabeth und was muss man dazu noch sagen? An diesem Tag, am 11. September, ist auch der Todestag, der angebliche aus dieser Geschichte stammende Todestag von dem Mann der heiligen Elisabeth. Ja. Ganz interessant ist, dass das alles sehr schön irgendwie doch miteinander zusammenhängt, weil es ja viele verschiedene Geschichten sind. Und also Helena, der 11. September ist der Namenstag der Helena. Hell, Hölle, beziehungsweise das war ja das, was sie draus gemacht haben. Die Hölle. Kleopatra steht auch mit ihren Hörnern, wie Maleficent. Ja? Und das ist natürlich der Teufel draus gemacht worden. Hell, Hölle, sie haben die Hellenen gehasst. Die Christen haben wortwörtlich die Hellenen gehasst und haben sie abgeschlachtet. Das muss man hier leider so sagen, wie es ist. Butter bei die Fische, das ist unser Ursprung. Und jetzt versteht man auch, was durch diesen unter Zwang eingeführten Glauben daraus resultiert ist. Die Menschen, die immer noch an diesem Glauben festhängen, wünschen Menschen, die in Liebe sind, das Böse, eine Rache, Rache Gottes, wem auch immer. Ja? Das kann keine Liebe sein. Da ist bei vielen Menschen halt noch so viel aufzulösen. Aber jeder kann das schaffen. Jeder. Das ist nichts Besonderes. Nur diesen ersten Schritt gehen, jetzt folge ich meinen Impulsen. Jetzt lüge ich nicht mehr. Auch in der Familie nicht. Bei niemandem. Weil ich belüge mich ja selber. Das hat man natürlich schon oft gehört. Aber in dem Moment, wo ich andere belüge, sage ich nicht die Wahrheit. Also belüge ich mich ja selber. Und wenn du damit aber aufhörst, du befreist dich damit, du bekommst ein ganz neues Leben, ja. Das ist was, das kannst du ohne Garantie geben, weil das ist so. Und die Beweise sind ja überall. Wir haben ja auch einen Tempel in Mainz gefunden, der heißt Isis-Tempel. Isis und noch jemand, ne? Ja, wenn, ja. Ist es Osiris. Ja, und der ist in Mainz. Wurde erst die wollten was Neues bauen, haben das gefunden. Und komischerweise dieses eine, was ich vorhin aus Frankfurt gezeigt habe, das haben sie auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Aufräumarbeiten gefunden. Kann ich das kurz mit einbringen? Aus der Neuzeit, im Zweiten Weltkrieg, gab es eine Rettungsaktion. Also angeblich, die Geschichte, die so da steht, und ich sage, wie sie wahrscheinlich war. Die Geschichte, die in Wikipedia steht, ist, weil ich kam auf irgendeinen Impuls dahin, Griechenland, Zweiter Weltkrieg, habe ich mal geguckt. Und dann, ich glaube, ein Ort Folex, so ähnlich. Dort sollten 900 Juden von der NS-Gruppe da angeblich geholt werden oder erschossen werden, was auch immer. Und die wurden aber von eigenen Anwohnern auf Dörfer verteilt und haben neue Identitäten bekommen. Also für mich heißt das viel eher, die wurden dahin gebracht. Und lebt unter neuen Identitäten, sonst überlebt ihr nicht. Kennt man aus allen Filmen. Ja? Wie ein Kronzeuge, der jetzt endlich die Wahrheit sagt, der kriegt eine neue Identität.
weil er endlich mal die Wahrheit gesagt hat, kriegt er ein neues Leben. Sinnbildlich, aber du kriegst ein neues Leben, wenn du die Wahrheit sprichst. Und die Wahrheit sprichst, heißt nicht aus dem Ego. Das ist ein großer Unterschied, sondern das, was gerade kommt. Und das hat man eigentlich bei so gut wie jedem Menschen, mit dem man zu tun hat. Nur man lässt es nicht raus. Und das ist dann, wenn ich weiß, ja, diese Stotterei und was dann kommt, da merkst du, du sprichst gerade nicht die Wahrheit. Du willst etwas anderes sagen. Du möchtest schöner sagen, weil du willst demjenigen nicht wehtun. Nein, kannst du gar nicht. Du sprichst nur das an, was ist. Und wenn natürlich er geht, immer wenn jemand getriggert ist, merkst du, er hat damit ein Problem. Also muss er schauen, wieso habe ich denn dieses Problem? Und wenn es jetzt um die Geschichte geht, wenn jetzt auch viele sagen, wir haben hier schon so viele Geschichten gehört. Die hier könnt ihr vielleicht fühlen und könnt ihr selber recherchieren. Wir bringen nur einen Bruchteil von dem hier rein, was wir hier alles notiert haben die letzten Tage. Ja, nur ein Bruchteil, weil wir es eigentlich kompakt halten wollen, aber das geht nicht. Weil wenn es hier um den Ursprung geht, dann darf es auch mal länger sein. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ja, aber alle Wege führen nach Rom. Aber alle Wege führen nach Rom. Habe ich auch in New York gefunden. In New York gibt es auch in Rom, also wie eine Sternstadt. Ja, haben sie jetzt wieder angeblich aufgebaut. Gerade aus dieser Zeit, wo dann die Unabhängigkeit war. Da gab es dieses Fort da drüben. Eine Liberty steht da auch, hast du gesagt. Oder welche Statue steht auf einer Stern? Empore. Lady Liberty steht unten auf dem Stern. Liberty, ja. Ja, klar. Ja, muss ja auch. Muss ja wissen, wo es herkommt. Ja, auch die heilige Maria, die heilige Mutter Gottes, ist eigentlich sinnbildlich, es ist die Demeter. Ja. Ist halt nur die verchristlichte Geschichte. Aber der Kern ist versteckt. Er ist versteckt, der Kern. Ganz rausgelassen ist er nicht. Ja. Sie haben sehr viele Namen bekommen. Aber jetzt kommen wir mal zum Zeichen, das jeder schon gesehen hat. Also die hier auch, aber die hier wahrscheinlich sogar fast täglich. Ja, das weibliche Zeichen. Ja, das spricht für sich. Genau, das spricht eigentlich für sich. Also im Grunde genommen hat hier ein Tod stattgefunden. Ja? Weil wenn du das weibliche Zeichen umdrehst, dann siehst du da ein Kreuz auf einem Grabhügel oder Hügel, wie auch immer. Das steht eigentlich für Tod, ja. Daraus ist dann irgendwie auch die Geschichte von Artus entstanden, mit dem Schwert im Stein, ja. Wo bis heute noch keine Rätselslösung vorhanden ist. Wird es auch nie. Bis heute keine Beweise für Artus. Genau, gibt absolut keine Beweise für Artus. Aber das ist halt das, was die Christen draus gemacht haben. Deswegen waren halt Frauen bei den Christen, hatten überhaupt keine Stellung. Also waren nun mal nichts mehr wert, ja. Und ja, das ist das Zeichen, das Weiblichkeitszeichen ist das ein Ankh-Zeichen, Zeichen der Isis, Demeter, egal wie viele Namen sie auch hatte, oder Leda oder Athene oder Hera, Hermione. Es gibt ganz viele Namen für sie, weil es mussten auch sehr viele Geschichten erfunden werden, damit wir da eigentlich nicht mehr durchblicken. Aber wo die Liebe ist, ist auch ein Weg. Ja? Genauso für ihre Tochter, die Helene. Aus der Helenopolis entstanden ist. Sie heißt anders auch Persephone, Perdita, Selene, das ist wie die Tochter der Kleopatra, die heißt nämlich Selene, Helena, Proserpina, Diana in Bezug auf Wonder Woman und Artemis. Oh, ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, da fallen mir ganz viele wahrscheinlich noch ein. Aber wichtig ist, dass man das Ganze hier mit dem Herzen betrachtet und nicht mit dem Kopf. Weil sonst versteht man das hier eigentlich überhaupt nicht. Ja? Und man wird sich ewig die Frage stellen, warum und weshalb. Und das ist, die Tiere machen es uns ja eigentlich vor. Die geben uns ja eigentlich schon den Hinweis darauf, wie das Rätsel gelöst werden kann. Denn es gibt ja eigentlich nicht nur vier Elemente, es gibt zum Beispiel fünf Elemente. Ja? Und bei Tieren ist das so, die haben ein super tolles Gespür für alles und das haben eigentlich auch wir Menschen. Ja? Aber wenn du in einer Kopfwelt lebst, kannst du das nicht fühlen. Das geht eben nur mit dem Herzen. Es ist wie das fünfte Element, ja? Wie die fünfte Herzkammer. Warte mal, vorher war doch das fünfte Element immer Holz, oder? Aber ergibt für mich eigentlich nicht wirklich Sinn, weil Erde ist für mich auch Holz inbegriffen. Da ist alles drin, Mutter Erde. Das fünfte Element ist sozusagen die mentale Stärke. Mentale Stärke, fühlen. Das ist ein Element. Starker Glaube. Ja.
Das ist das fünfte Element. Wie auch in dem Film. Hat auch alles was mit dem Orakel von Delphi zu tun? Ja, ja, sicher, klar. Kommst du direkt in Verbindung, wenn du da mal ein bisschen recherchierst? Ich kann euch sagen, wir haben jetzt Tage, von morgens bis abends nur das gemacht. Außer gestern sind wir mal vor Ort gegangen. Dem das Feuer entbrennt, der entfacht ist jetzt. Der wird sich dafür sowieso interessieren, ja. Und dann, wir waren noch gestern vor der Börse, ja, wo der Stier steht. Stier steht auch immer für Kleopatra zum Beispiel. Dort stehen Länderfiguren. Und vor allem, da steht die Amerika da. Die sieht aber nicht aus wie Miss Liberty. Die sieht aus, als hätte sie so einen kleinen Indianerkranz auf dem Kopf. Ja. Zöpfe, deutsche Zöpfe. Deutsche Zöpfe, das ist die Amerika. Zöpfe. Das ist nichts anderes wie die Germania. Es ist ja angeblich ein französisches Geschenk gewesen, die Freiheitsstatue. Ja. Wir wissen ja, dass Mainz früher Frankreich war. Also eigentlich bei uns vor der Haustür. Und selbst da gab es einen Isis und Magna Mater. Gibt es immer noch den Tempel? Ganz genau. Magna Mater steht für die Urmutter. Magna Mater. Ja. Das kommt ja nicht von irgendwo alles. Die Beweise sind doch noch da. Nur haben die Menschen verlernt zu hinterfragen, warum sie denn da sind. Ja. Das ist den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das geht hier noch weiter jetzt. Wir haben die Europa, das ist auch eine personifizierte Frau. Wie gesagt, Germania, es gibt die Athene, es gibt die Bavaria und natürlich die Francofortia. Und die war wohl hier Schutzherrin beim ersten großen Schützenfest 1862 hier in Frankfurt. Und das war aber gar nicht in Frankfurt eigentlich, das war auf der Bornheimer Heide. Das hat noch gar nicht so zu Frankfurt gehört. Das ist dann kommen wir zu meinem Geburtsort. Ja, aber Sie nennen es Frankfurt, weil es ja heute Frankfurt weil ist. Weil es vereinigt wurde, genau. Weil das Gebiet ist, ja. Und da stand wohl die Germania. Ja, ja. Und wie war das mit der Fackel, die Kleopatra oder die Hellenen? Hier auf dem Bild siehst du Demeter. Auch mit einer Feuerfackel, weil die Frau hat das Feuer gebracht und nicht die Neandertaler nochmal, ja, oder ein paar Steine, die da zusammenkamen. Die Frau hat das Feuer, die kann das. Demeter steht auch für die Sonne. Ja. Richtig. Und dafür die Fackel, die immer brennende Fackel, ist auch gleichzeitig die olympische Fackel. Ja, da ist der Brauch nun mal her. Das hat auch einen Zusammenhang mit dem Lichterfest, was gefeiert wird für die Lucia. Es geht hier um das brennende Feuer, und zwar das Feuer in uns. Sieht man immer wieder auf den christlichen Varianten der Maria mit dem brennenden Herz in der Mitte. Das Feuer geht niemals aus. Solange es nur einen Menschen gibt, der im Herzen ist, kann das nicht geschehen. Weil der eine kann alle retten, ja? Einer rettet alle. Hast du einen gerettet, hast du alle gerettet. Ja, weil du dich gerettet hast. Es geht ja um dich. Ja? Genau. Und diese Fackel ist ja nicht umsonst auch die olympische Fackel. Und da muss ja das Feuer auch brennen während dieser Spiele. Und das kann man vielleicht in Verbindung bringen mit unseren Bismarcktürmen, dass sie zu besonderen Tagen entzündet wurden. Oder auch als Räucherschalen genommen. Was auch immer, ja. Wissen wir noch nicht genau. Aber auch dieses Wissen wird sich von alleine offenbaren, weil sie ja noch da sind, ja. Also, die Frage ist jetzt noch, bei Kennedy zum Beispiel, ist auch das immerwährende Feuer. Und Kennedy war als Kind schon mein Idol. Der war mein Hero. Ich fand den Mann super. Ich habe den geliebt. Alle Frauen haben ihn geliebt. Solche Menschen, wenn so welche in dein Leben drehen, wo so viele auf einmal lieben, das ist nicht manipuliert oder so, sondern da fühlt man was, was man lange nicht mehr gefühlt hat. Man muss es aber erstmal vergessen. Und wer fühlt es als erstes? Die Frauen. Schau dir an bei Elvis. Schau es dir bei Kennedy an. Das ist der beste Beweis dafür. Ja. Die Frauen können das nun mal am besten fühlen. Ich bringe das jetzt hier rein, nicht wegen mir, sondern um der Sache wegen. Zu mir sagen wildfremde Frauen, du hast ja aber einen geilen Arsch. Das habe ich noch nie gehört, das sagen wir jetzt. Ja? Ich nehme das als Kompliment, weil wir sowieso sehr offen sind, was alles betrifft. Ja? Ich brauche das überhaupt nicht. Ich sehe es nur, schön, dass du sie erfreut hast damit. Weil ich erfreue mich ja auch an einer schönen Frau. Ja, genau. Und wenn du dir die Frauen von früher anguckst, die waren weder alt noch sonst was. Und was waren sie noch? Bildschön. Was macht das mit einem, wenn man ein Kompliment bekommt? Ja, und wenn du eins vergibst, was macht das mit dir? Und wenn das dann gleichzeitig geschieht, das hebt doch die Schwingung an.
Du kannst ja sehen, wie sehr du auf andere zugehst. Wie lange umarmst du jemanden? Wie lange? Wie umarmst du ihn? Und vor allem, wie lange halten es dann Menschen, die niedriger schwingen, in aus. Deinen Armen aus? Oder schaffen sie es überhaupt in deine Arme? Das, ja. Wenn du dir bewusst bist, dass du das jetzt gerade auch tust, obwohl der Mensch ganz niedrig schwingt und du begibst dich dahin, das ist dir dann alles egal. Ja, das ist egal, weil du endlich diese wahre Liebe für Menschen kennengelernt hast, was das bedeutet. Ja, ich weiß, wie das Ego jetzt ist, sagt, oh, über den kann ich nicht und den nicht. Vergebung. Es geht in jedem Film immer um Vergebung. So, ich sehe so, wir müssen jetzt nochmal zurückkommen. Ist ja noch nicht so geklärt auch, warum wir jetzt auch jo, das so sehen, dass es wohl in Deutschland und jetzt in dem Falle hier in Frankfurt war. Wie gesagt, jeder kann ja bei sich recherchieren. Genau, das ist mir eben eingefallen. Das ist immer schön, wenn du zwischendurch mal aufs Klo gehst. Da kriegst du immer gute Ideen. Da kam nämlich zu mir, wenn jeder wissen möchte, wann es bei ihm losging, muss er nur gucken, wann der christliche Glaube eingeführt wurde. Das heißt dann entweder lutherisiert oder also irgendein Hinweis ist ja in jeder Chronik drin, wann das, selbst in Wikipedia findest du ja jeden Ort mittlerweile, brauchst du nur gucken, wann ist es bei euch gegeben, dann weißt du ungefähr, wann wurden aus den Heiden, oder wie sie auch genannt wurden, Hellenen, Christen. Ganz einfach. Und die nicht wollten, sind weitergezogen. Die sind abgehauen. Deswegen haben auch viele so einen Hass oder Abneigung gegen Zigeuner. Gebe ich zu, hatte ich früher auch. Die waren sie auch kannt und so. Aber heute sage ich, die machen es richtig. Ja, sie sind halt geflüchtet. Und sie sind Familienmenschen, nicht vergessen. Ganz die, genau. Das, was sie tun, sie wissen es nicht besser, aber sie tun es. Und die sind ja dann weggezogen von hier durch die Vertreibung. Sind in gewissen Ländern hängen geblieben, haben da auch noch mitgeholfen, hier und da etwas aufzubauen, wie Kirchen und Straßen, Schulen und so weiter. Nicht Kirchen, Schulen meinte ich. Schulen und Straßen. Krankenhäuser. In Georgien zum Beispiel gibt es auch eine Geschichte darüber, wie die in Anführungsstrichen deutschen Frauen da entlang gezogen sind. Ja? Spuren gibt es überall. Aber der Kern, der ist nie ausgestorben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel damals nicht gehört hätte, dass Kleopatra eine Hellenin ist, hätte man diesen Zusammenhang irgendwie gar nicht finden können. Mit Ankzeichen, mit den ganzen Geschichten, die da erfunden wurden, damit man einfach diese Spur nicht mehr findet. Ja? Aber es ist egal, was gemacht wurde. Du findest immer Hinweise. Ja? Und wenn du im Herzen bist, findest du die natürlich erst recht, weil wenn du aus dem Kopf lebst, dann findest du gewisse Bruchstücke, aber du kannst das Puzzle nicht zusammensetzen. Wenn du ein Spiel spielst, bist du, wenn du es gespielt hast, sozusagen, bist du dann auf irgendwas sauer, was vorher war oder böse? Nein, das hat ja zum Spiel gehört. Das ist hier wie ein großes Spiel, wo du dich erkennen darfst, wo habe ich noch Ablehnung gegen andere, obwohl ich doch was anderes sage. Wo habe ich denn, wo bin ich nicht weltoffen, weil ich das ablehne? Also egal, wer was ablehnt. Ja? Ich nehme mal jetzt so die größten Dinge, die abgelehnt werden. Ausländer, Schwule, Lesben, Rechtsradikale, Linksfaschisten. Egal, das sind alles Titel, wo jemand in der Sparte drin hängt. Aber was sie da machen, ist ja ihre Sache. Warum findest du es nicht gut? Weil das und deswegen, damit hältst du es am Leben. Wenn dem keine Beachtung mehr geschenkt wird, hört das von alleine auf, weil es eben keine Beachtung mehr bekommt. Und das war beim Hellenismus nichts anderes. Ja. Es ist aus den Köpfen rausgetrieben worden und somit ist es verschwunden. Aber die Spuren sind überall noch da. Deswegen konnte man sich die gewissen Gebäude oder Statuen oder sonstiges überhaupt nicht herleiten. Man hat es auch nie gelehrt bekommen oder wirklich erzählt bekommen, wie es wirklich war. Ja, weil Wissen ist eine Hohlschuld. Das heißt, du bekommst das Wissen aber nur durch dich selbst heraus. Ja? Und deswegen, es ist ja dann, also die Geschichte von Troja, Helena, hat was mit der Geschichte und dem Krieg zwischen Troja und Sparta zu tun. Ja? Und da kommt wieder Sparta ins Spiel und der Römer in Frankfurt. Der spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Fangen wir mit dem Bild an. Ja? Also, das steht jetzt 1816, sagen wir mal. Ja? Also, auch mit Zeitangaben, das lassen wir alles mal dahingestellt, aber lassen wir jetzt mal dieses Jahr 1816. Dort ist an der Wand wieder ein Kaiser, es waren ja nur Kaiser, die da draußen stehen, sondern der römische Adler. Jetzt, wir haben den Impuls erst vorgestern bekommen, genau dieses Bild zu finden,
Weil ich als gesagt habe, es gibt doch nur einen Römer. Wieso heißt er denn Römer? Und ist auf dem Römerberg. Eigentlich ist er gar nicht auf dem Berg. Aber wenn du vom Main anfängst, geht es stetig hoch bis in Taunus. Nach dem Taunus geht es wieder runter. Deswegen ist es sozusagen am Rande eines großen Berges. Oder Bergen. Ja? Und das hier, das malst du ja nicht, weil es nicht so war. Ja? Und wann das war, spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, aber das ist ein Zeichen. Und gerade die Römer hatten immer den goldenen Adler oben auf ihrer Standarte drauf oder wo auch immer. Was ja damals ein Skandal war, als sie den Adler geklaut hatten. Ja, und was ging es wirklich? Ging es nur um einen Adler zurückzuerobern oder ging es um was anderes? Also der Name der Goldene Schwan, der hat da auch schon seine Berechtigkeit. Ja, das Gebäude nebenan zum Beispiel heißt ja auch Goldener Schwan. Aber Schwan ist wieder in Verbindung zu bringen mit Zeus. Ja, mit dem Mann, der Demeter. Der angeblich Demeter als Schwan verführt haben soll. Genau, gibt da auch verschiedene Varianten, auch aus der Sicht des Poseidons gibt es da eine Variante, aber der ist nichts anderes wie Zeus. Ja, und der Schwan, also im Grunde genommen war früher der Schwan im Wappen. Ja, das sieht man zum Beispiel noch da in dem Ort, wo ich herkomme, da ist auch der Schwan noch im Wappen, aber er ist durchgestrichen mit einem roten, mit einer roten Banderole sozusagen. Ja, er ist durchgestrichen. Allerdings hast du ein Ortsschild am Ortseingang von der Partnerstadt. Da ist er und sprengt die Ketten. Und sprengt die Ketten, ganz ja, genau. Also, wie gesagt, das ist alles vor unseren Augen. Der Rettershof hat das Schild, wo er durchgestrichen ist, der Schwan. Nur wenn ein Mensch sagt, damit habe ich nichts zu tun, grenzt er sich automatisch aus dieser Welt ab. Du bist doch hier, um etwas zu erfahren. Wieso lehnst du es ab? Nur mal so. Und die Spartaner waren ja die, die hatten dieses SPQR immer im Logo, wie eben am Römer, ist die Abkürzung für das lateinische Senatus Populuscu Romanus, Senat und Volk von Rom. So, einfach gesagt, ihr seid unser Volk. Ja. Und der andere Schriftzug, wo haben wir den? Den hatten wir doch gerade hier. Ah ja, genau. Es gibt noch eine... Warte mal, das war doch... Der Leitspruch der Spartaner. Ach so, der Leitspruch, genau. Der Leitspruch ist, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Mhm. Also ich glaube, auch besser kann man es im Satz gar nicht bringen. Theoretisch stimmt es. Theoretisch stimmt es. Es ist passiert, um Frieden zu bekommen. Ja, aber das ist auch das, womit die Kriegszüge angeführt wurden. Die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge in Gottes Namen. In Gottes Namen, genau. Ja. Und lustigerweise, da oben in dem Sifis steckt Isis eigentlich schon mit drin, ja. Es ist nur verdreht. Ja. Da ist ja auch alles verdreht. Das ist ja nicht Liebe, das ist das Gegenteil, das ist Krieg. Das ist Widerstand. Das ist genau das Gegenteil vom Paradiesisch. So, hier ist noch ein Bild von 1871, da haben wir selber so ein bisschen geschmunzelt. Also die im Vordergrund, auch wenn da jetzt ein Schild drüber ist, die ist ein bisschen unscharf, also... ob das so war, wie gesagt, es ging mir nur darum, dass der Römer überhaupt keine Kaiser hier dran hatte, das kam erst viel später. Ja. Also den normalen Römer, wie er heute aussieht, kann sich ja jeder selber angucken, wie der aussieht jetzt. Aber interessant war in diesem Video auch noch, ja, 1738, dass da der Domturm neu bebaut wurde. Eigentlich ist er erst, wann war das, 1856? Der 1867 ist er abgebrannt. Komischerweise, hatten wir schon im anderen Video drin, ist der Dombrand gewesen in Frankfurt 1867 am Kerbe-Mittwoch. Das ist der letzte Tag der Bernheimer Kerb, was damals, glaube ich, noch gar nicht zu Frankfurt gehört hat. Und dort wird ja immer die Lisbeth verbrannt und wird während der Kerb auf den Baum gesetzt. Dann habe ich mal geguckt, ob das überall so ist. Also ich habe gar keinen anderen Ort gefunden, wo auch eine Frau hochgesetzt wird und stillgestellt wird. Mhm. Und die Kerbe-Gesellschaft sagt sogar auf ihrer Internetseite, sie finden sie immer wieder traurig, aber sie ist ja nächstes Jahr wieder da. Und es wird Zeit, sie vom Baum zu holen. Ja? Also Mutterbaum. Ja? Ja, und wie heißt es in der unendlichen Geschichte? Da sagt die kindliche Kaiserin, sagt meinen Namen, damit das Reich nicht zerfällt. Er darf nicht vergessen werden. Er darf nicht vergessen werden, nein. Und er wurde auch eigentlich nicht vergessen. Isis zum Beispiel, also ist auch gleich Demeter, lebte ja auch weiter in der Geschichte von Sissi. Nur andersherum, weil Sissi heißt ja Isis. Ja, es ist immer alles warum lieben, gedeckelt worden. Vor allem die älteren Herrschaften Sissi. Warum gucken sie das jedes Jahr wieder und freuen sich?
weil sie eine Rebellin war. Und das ist noch lange nicht so, wie das war. Und auch die Österreicher wurden aus Frankfurt vertrieben. Das ist aber wieder eine andere Geschichte, da waren wir noch nicht drin. Das spielt auch gar nicht zur Sache. Also für uns war es eigentlich eher wichtiger, an den Kern des Ganzen zu gehen. Was hier verdrängt wurde, was hier versucht wurde auszurotten und warum überhaupt die Kriege stattgefunden haben in Bezug auf die ganzen Gebäude, die zerstört worden sind und wer das Ganze veranlasst hatte. Ja, und im Endeffekt kommen wir zu den Römern, weil alles führt nach Rom. Und die Römer sind die Christen. Das ist eigentlich genau der Schlüssel. Wenn du dir mein Ankzeichen genau anschaust, sieht es aus wie ein Schlüssel. Richtig. Ja. Gerade was du gesagt hast, es waren die Christen. Das ist kein Vorwurf an irgendeinen Christen. Nochmal, bitte mit Nein. dem Herzen zuhören. Ja. Aber ich kann mir gerade jetzt kommt mit der Impuls, wie das entstanden sein kann. Früher in der Dorfkneipe waren immer dieselben. Und die mussten auch die gleiche Meinung haben. Das habe ich vor kurzem, vor einem halben Jahr, habe ich irgendeinen Tatort gesehen. Da war ein Mord im Dorf. Und rat mal, wer natürlich der Hauptverdächtige war, der Außergewöhnliche, ne? Der, der aus Der, der Reihe tanzte, immer ja. schon. Und dann siehst du, wie sie sich gegenseitig decken und vertuschen. Und so fängt das an. Sie glauben, das ist Freundschaftsdienst gewesen, irgendeinen Schuldigen zu suchen, damit ich es nicht bin. Und wenn was ist, dann holen wir die Mistgabel raus. Sie glaubten, das ist ja der Trick, sie glaubten, was Gutes zu tun, der Bauernaufstand und so, haben damit genau das Gegenteil erreicht. Weil es kann nur Widerstand entstehen, wenn man das annimmt. Oder wenn man gegen etwas ist. Und dann, da fing das an, immer mehr diese Ego-Schiene zu fahren. Aber wenn wir heute sehen, was hier alles Grandioses jetzt schon entstanden ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Entwicklung, oder seht ja, dass die Entwicklung trotzdem mega vorangeschritten ist. Und jetzt kommt es auch wieder. Jetzt merkst du dann, wenn ein Mensch anfängt, älter zu werden. Er lehnt alles Neue ab. Er will davon nichts mehr wissen. Er lebt nur noch in der Musik von vor 30 Jahren. Also er lebt in der Vergangenheit, nicht im Jetzt. Und schon gar nicht hat er noch Zukunftsziele, weil er alles scheiße findet. So, und da sind wir an dem Punkt. Und jetzt sollte jeder mal in sein Herz gehen und sagen, ich höre immer wieder, ich kann alles sein. Ja, kannst du. Jetzt gilt es aber da, nicht nur zu probieren und nicht eine Erwartung zu haben, wie schnell das geht, sondern daran glauben, an sich arbeiten, sich lieben, so wie man ist. Und wenn etwas noch nicht so ist an mir, was ich noch nicht so lieben kann, arbeite ich mit demjenigen, ob das ein Bauch ist, ja, dicke Beine, ich weiß nicht, zu kurze Haare, zu lange Haare, dann arbeite ich an mir, dass ich mich so liebe, wo ich sage, wow, so liebe ich mich. Dann ist doch klar, dass deine Reaktion im Außen genauso sein wird. Weil du das ausstrahlst. Strahlst du das Gegenteil aus, kommst du genauso an. Deswegen brauchst du dich nicht wundern, dass die Reaktion, die du gerne hättest, weil du Erwartungen hast, nicht eintritt. Die kommt erst, wenn du die Erwartungen loslässt, weil du es ja weißt, da brauche ich keine Erwartungen haben, da passiert das von ganz alleine. Warum ist das so? Weil alles Schwingung ist. Ja. Und so wie du es rausschwingst, so schwingt es zu dir zurück, ja. Das, was du ausschwingst, das ziehst du an. Alles ist hier Schwingung. Alles, was hier passiert, passiert nur auf einzelner Schwingung und der kollektiven Schwingung. Und das, was wir hier aussprechen und auch dieses Thema, das hat eine ganz kraftvolle Schwingung, was eigentlich mit den Menschen was macht, sofern sie offen sind, ja? Weil es gibt jetzt eigentlich viele Aha- und Wow-Effekte, um gewisse Dinge miteinander verknüpfen zu können. Warum etwas so war und wer sind die, wer sind die? Das Gesamtbild. Und dazu muss ich auch noch mal erwähnen. Oh ja. Also ich kann nur aus tiefstem und liebevollstem Herzen Danke an Arwen sagen. Einen riesengroßen Dank an Arwen, weil sie so viele Bruchstücke zu diesem Ganzen hier gegeben hat, die uns wiederum geholfen haben, das Ganze zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Ja, ohne diese Bruchstücke wären wir alle nicht so weit gekommen, weil wir nun mal zusammen stark sind, ja? Nicht gespalten, sondern zusammen. Und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, um das Gesamte erkennen zu können, ja? Wenn du aber im Kopf bist, kannst du es noch nicht erkennen. Das geht nur, wenn du dich gelernt hast zu lieben, wenn du in der Liebe bist, ja? Dann verstehst du es erst. Dann kannst du alles nachvollziehen. Und ja, wenn du aber noch so bist, dass du Beweise brauchst, dann fang an auf deine Impulse zu hören. Weil deine Impulse geben dir, wenn du den Wunsch aussprichst, bekommst du Impulse, die dich genau dahin führen zu dem, was du wissen möchtest. So war es bei uns nämlich auch.
Und wenn du jetzt nicht dadurch inspiriert bist, dann ist vielleicht noch irgendwas, weil wir haben jetzt den Teil Frankfurt vorgegeben. Jetzt warten wir auf deine Stadt, jetzt warten wir auf dein Dorf. Wo ist deine, wollen wir es nennen, deine Offenbarung über das, was du rausgefühlt und gesehen hast? Immer nur eigene Erfahrung. Und ganz gut zur Unterstützung empfehle ich Einheimische, die die Geschichte noch einigermaßen kennen. Die erzählen dir garantiert was anderes, wie das, was du von einem Journalisten liest, weil der hat das ja nur aufgeschrieben. Aber ein Einheimischer kann dir viele Details dazu sagen. Und dann erkennst du immer mehr, wie das hier war. Wir haben uns bis aufs Äußerste gespalten. Und jetzt gehen wir wieder zurück, weil wir merken, alleine Einzelkämpfer bringt hier gar nichts, nur zusammen. So, und deswegen sagen wir so oft, wir wundern uns manchmal, warum diesen einfachen Weg in die Selbstliebe so wenige Menschen gehen. Wir geben dir ganz, ganz leichte Tipps dafür, die jeder jeden Tag umsonst machen kann. Also nicht umsonst, sondern kostenfrei. Für sich, weil die kosten nichts. Und dadurch alleine ziehst du auch Wohlstand an. Aber erstmal deinen eigenen, dass du mit dir im Reinen bist. Vorher bring dir keine Millionen oder was, oder ein neues Haus, wo du abgelenkt bist. Erstmal musst du bei dir sein, weil dann weißt du, wie alles zu handeln ist. Vorher macht man es nach Vorgaben. Das ist was anderes. Und das wird eine völlig neue Art zu leben sein, die früher oder später jeder Mensch haben möchte, weil das schon gekippt ist. Weil das ist ja auch die einzige Möglichkeit, ewig zu leben. Weil wenn du dich belügst, stirbst du. Weil Lügen krank macht. Etwas nicht aussprechen macht krank. Über etwas nicht reden macht krank. Sich nicht offenbaren, macht krank. Alles, was du in dich reinfrisst, macht krank. Undick, muss man so sagen, undick. Unzufriedenheit zeigt sich zuallererst im Gesicht und am Körper. Sofort, da braucht er kein Wort zu sprechen. Genau, deswegen ist Zeit, dass jeder sich selbst befreit und damit auch unseren Ursprung befreit. Ja? Weil wir sind über Jesus an Gott gekommen, haben dann aber die Mutter kennengelernt und haben gesehen, was zuerst da war. Das Huhn war es nicht, sondern das Ei, laut dieser Geschichte. Aber ganz wichtig zu wissen ist, dass noch geschrieben steht, die Kornkammer ist der Beginn bzw. der Ursprung der Welt. Das kann man recherchieren, ja. Wer sich darüber näher informieren möchte, einfach tun. Einfach tun. Weil die Fragen müssen ja jetzt nicht an uns gerichtet sein, sondern an dich selbst. Weil wenn du sie uns stellst, stellst du sie eigentlich auch dir selber, weil du bist ein Teil von uns und wir von dir. Ja, und du hast genau die gleichen Fähigkeiten zu recherchieren, wie wir auch. Du musst nicht krampfhaft recherchieren. Recherchieren bedeutet, warten, bis der Impuls kommt. Es wird ein Impuls kommen. Fang an. Nicht drüber nachdenken. Mach. Und du wirst dir die ganzen Bestätigungen selbst vor Augen führen können. Und dann wirst du auch sehen, dass es nur zusammengeht. Da bringt das nichts, dass wir jetzt die nächste Stadt nehmen. Nee, das hat ja jeder schon seine Aufgabe. Und es bringt auch nichts, wir können keine Göttin mehr auseinandernehmen, weil der Ursprung ist nun mal Isis gleich Demeter gleich Athene. Wieder aus der griechischen Sicht, das ist die griechische Geschichte, die Athene. Es wurden immer, wenn etwas verändert wurde, etwas gedeckelt wurde, wurde eine neue Geschichte dazu genommen. Immer wieder, immer wieder. Die aber immer ähnlich klingt. Die immer ähnlich und irgendwie ähnlich klingt, ja. Ganz genau. Weil sie können nicht vom Original ganz abweichen, das geht eben, das ist so. Aber feste Beweise finden wir nur bei uns vor Ort zu Hause. Richtig, also die Bilder, die jetzt da im Hintergrund laufen, das sind jetzt Bilder von ein paar Häusern, die wir hier gesehen haben, also mit Säulen vor allem, ja, also... Vor allem auch die ehemalige Bibliothek in Frankfurt ist ein Tempel, ja, wo nur noch die Front steht. Es ist halt alles noch da. Und wenn ihr mal wirklich das euch selbst angucken wollt, geht ihr jetzt in Google Street View und geht mal die Kaiserstraße lang in Frankfurt. Da seht ihr nur solche Gebäude, den Hauptbahnhof und auch gegenüber vom Hauptbahnhof und dann rund um den Theaterplatz, die alte Oper, könnt ihr euch alles selber anschauen. Ich weiß nicht mehr, an welchem Denkmal das war, aber... unterhalb auf einem großen Bild am Sockel, da konnte man praktisch die Göttin sehen mit noch jemandem und mit ihrem Ritter. Und auf der anderen Seite war die Seite der Kirche und Luther und so. Also da, man sieht überall, was eigentlich wirklich geschehen ist. Ja, man sieht es wann, durch Bilder erfährt man, wann es geschehen ist. Ja, man muss nur genau hinschauen. Und es sind immer drei Sterne auch symbolisiert. Ja, was auch wieder diese Zeichen über den Türen, diese Pyramiden, die immer über den Türeingängen sind, das symbolisiert auch diese drei Sterne. Das Dreieck, ja. Ganz genau, die Trinität. Die drei Beten. Die drei Beten, die ja auch in Frankfurt
Die Bethmann, ja, die Bethmanns. Die Bethmanns sind aus Frankfurt, ja. Die haben die Bethmann Bank gegründet. Den Bethmann Park, das ist eine Oase, wenn jemand reingeht. Kostenfrei ist der, ja. Was da alles blüht, ja. Da seht ihr so pinke Bäume, ja, der eine. Was für wundervolle Farben, man kann sich gar nicht satt sehen. Und dort mittendrin ist jetzt seit, ich glaube, 15, 20 Jahren auch ein chinesischer Tempel, weil auch das mit uns zu tun hat. Alles, ja, man liest ja immer auch, man hört es auch in der Bibel, in den ganzen Geschichten, die Perser und die, ja, die waren alle hier. Ah, Indogermanen, ja. Indogermanen, ja. Alles Indogermanen. Deswegen ist auch egal, wer im Ausland, wen du dir da anschaust, sie haben alle germanischen Ursprung. Egal wer. Ja, alle haben deutsche Vorfahren. Richtig. So, dann haben wir noch ein schönes Bild gefunden gehabt, was aus Frankfurt noch gemacht wurde, jetzt im Nachhinein, und zwar Neu-Jerusalem. Ja, alte Postkarte, ja. Neu-Jerusalem steht ja hier. Kölner Hof. Kölner Hof. So, da sieht man schon, wer gekommen ist. Das ist nichts gegen Kölner, gar nicht. Ne? Nein, es aber, geht ja um den Urkern. Aber in diesen Gaststätten gab es solche Bierdeckel hier, keine Juden. Das heißt, die waren schon voreingenommen, weil die kamen ja von der linken Seite, das ist fast wie der Limes, ne? Von der linken Rheinseite sind sie gekommen in den Osten und haben den Osten verdrängt. Deswegen dachte jeder, es ist Westen, aber nur weil es verdrängt wurde. Aber Osten ist Osten. Und schaut mal, wie, es ist noch gar nicht lang her, wo die Mauer noch war, ja, die DDR-Mauer. Bis dahin haben sie es geschafft, unser Land als Westland zu vereinnahmen. Ja? Normalerweise, jetzt wo die Mauer weg ist, aber die Römer sind in dem Sinne nicht mehr so wie früher präsent, sie hätten jetzt eigentlich auch den Rest von Deutschland, also dem heutigen Deutschland, als West bezeichnen können. Ja? Und deswegen ist das Ende in der Ukraine. Das ist die Kornkammer, es ist ja weitergewandert, unser Ursprung ist weitergewandert und in der Ukraine, wo heute Krieg ist, da gibt es ganz viele Hügelgräber von unseren Stämmen, ja. Und das ist das, was sie ja alles suchen. Und deswegen auch, es hat alles mit Syrien zu tun, egal welcher Krieg. Es hat mit den Hellenen zu tun, mit dem Ursprung. Und das ist total verrückt, ja. Die Armenier übrigens, das hatten wir ja schon ein paar Mal im Video, aber ich bringe es hier mit rein für die Neuen. Könnt ihr mal gucken, armenische gekreuzigte Frauen, da seht ihr nur Frauen am Kreuz. Nackte Frauen. Bildschöne Frauen, okay? Starke Frauen. Mhm. Das hat die Zwangschristianisierung aus Menschen gemacht. Sie hat sie zu Tieren gemacht, ohne dass sie es wissen. Sie dienen ihrem eigenen Untergang und lachen noch dabei. Und das sieht man immer noch, indem sie zu uns sagen, Gott möge euch bestrafen. Mhm. Oh, das ist... Oh. Weißt du, was ich dann sage? Die Mutter sendet dir viel Liebe. Genau, ich sende auch, ich liebe dich. Du brauchst sie gerade. Richtig. Das bist ja nicht du. Ja. Das ist garantiert jetzt ein Video, das ist ungewöhnlich für ein Video, was so ein Thema hat, aber das ist unsere Art. Hier geht es um die Information und nicht, dass das Video perfekt ist. Für mich ist es perfekt, weil was habe ich denn von einem wunderschönen Video, wenn nur die Hälfte der Informationen was taugt? An was wird es denn überhaupt gemessen, um es überhaupt als perfekt nennen zu können? Das Ego. Genau. Das Ego. Weil das Ego eingrenzt. Wenn das Ego noch beweisen möchte, bitte selber recherchieren. Ich sage euch, ihr hört gar nicht mehr auf. Wenn das Feuer entfacht ist, hört ihr nicht mehr auf. Und was glaubt ihr, was ihr dann noch über eure Geschichte, da wo ihr seid, rausfindet? Und wichtig ist auch, du musst dich eigentlich an dem Ort, wo du wohnst, wohlfühlen. Nicht jetzt wegen, wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du jetzt nicht sagen, ja wegen meinem Partner, das hat einen anderen Sinn. Sondern fühlst du dich an diesem Ort wohl? Wenn nicht, ist es vielleicht gar nicht der Richtige. Und jeder hat so im Herzen, wo er gerne hin würde. Ja. Du zum Beispiel, du wusstest gar nicht, wo du hingehst. Du hast dich nur nie an einem Ort richtig wohlgefühlt. Ich habe mich nie an einem Ort richtig wohlgefühlt. Dennoch hatte ich immer ganz viele Impulse und ich hatte auch immer ganz viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich muss weiterziehen. Ja, ich bin mit 15,5 Jahren zu Hause ausgezogen und seitdem war ich auf meinen eigenen Beinen unterwegs durch die Welt, ja, und habe mich immer nur von Impulsen lenken lassen. Dann kam es auch, dass ich bisher heute jetzt schon insgesamt fast 22 Mal umgezogen bin, weil ich immer den Impuls bekommen habe, du musst hier weg, du musst woanders hin. Und ich habe mich immer leiten lassen. Dann kam es dazu, dass ich, ja, aus dem Ort, wo die heilige Elisabeth regelmäßig einkehrte, weggezogen bin, wieder in einen Ort, der auch eine Burg besaß, wieder in einen Ort, der, also man kann sagen, entlang der Elisabeth-Route bin ich dann immer weiter Richtung Frankfurt gezogen, bis ich dann jetzt irgendwann hier in Frankfurt angekommen bin und
die wahre Geschichte kennenlerne, auf Deutsch gesagt. Nein, wenn man Impulse bekommt, dass du weiterziehen musst, dann gibt es einen Grund dafür, ja. In meinem Leben war es dann auch so, dass ich einmal nach Schmalkalden gezogen wurde und habe mich immer gefragt, es war direkt ein Jahr nach der Wende, habe mich immer gefragt, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Hier ist gar kein Mensch mehr, ist alles so, die Leute sind weg, die sind alle in den Westen gegangen, jetzt bin ich hier und es ist alles so kahl und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Aber ich war halt Kind. Heute, wenn ich heute so meinen Impulsen folge, wenn ich dann jetzt praktisch recherchiere über Schmalkalden, hat es wieder einen Bezug zu dem, was ich früher, ja, zu Elisabeth sozusagen, weil in Schmalkalden, wo ich da gewohnt habe, das war der Ort, wo die heilige Elisabeth ihren Ludwig verabschiedet hat, bevor er in den Kreuzzug aufgebrochen ist. Und da hat sie ihn das letzte Mal gesehen. Das sind alles so Sachen. Erst im Nachhinein, wenn man den Impulsen weiterfolgt, erkennt man, dass es alles einen Grund hat, warum man an diesen gewissen Orten schon war. Warum habe ich in einer Villa Rothschild geheiratet? Warum ist die Familie Rothschild jüdisch? Was hat das mit dem Hellenismus zu tun? Es hängt alles miteinander zusammen. Ja, und wenn man noch tiefer reingeht, das ist ja mein Ding gewesen, aber wie gesagt, jeder für seine Stadt oder Dorf. Wenn ich dann auch bei meinem Fußballverein gucke, da den wenige kennen, FSV Frankfurt, die jetzt vierte Liga, war mal in der zweiten, die haben das erste Endspiel um die deutsche Meisterschaft knapp gegen Nürnberg verloren. Und ich habe immer überlegt, wieso Nürnberg? Ja klar, Nürnberg war der letzte, ist ja noch Franken, ist glaube ich so die Grenze vor Bayern. Ne? Die waren dann schon zwiegespalten sozusagen, ja. Und der FSV hatte das erste größte Stadion, modernste in Europa, steht alles da. Und wer das finanziert hat und warum und wieso, das waren alles ganz tolle Menschen. Ja? Denen ging es immer darum, dass die Menschen Sport machen. Ja? Und kennen wir ja aus den Weltkriegen mit der Jugend da. Aber ich meine, Turnvater Jahn beispielsweise, ja? Ist sehr bekannt in Frankfurt. Ist auch hier um die Ecke so ein Haus von ihm gewesen. Und auf dem Lorbeck oben ist noch ein Platz heute nach ihm benannt, wo die trainiert haben. Sport war wichtig. Weil wenn du nicht alt werden willst, musst du dich bewegen. Wenn du nämlich immer älter wirst, hörst du auf, dich zu bewegen. Wer rastet, rostet. Und dann rostest du und wirst alt. Von ganz alleine, weil eben nicht mehr alle Muskeln, alle Nerven, egal was, beansprucht werden. Und das ist das, wo du dich dann verhebst oder auf einmal einen Beinbruch hast, weil die Gelenke das nicht mehr gewohnt sind. Und wenn die auf einmal so schnell bewegt werden. Und du steigerst dich ja dadurch immer mehr da rein. Und dadurch gibst du dir selber das Gefühl, dass du alterst. Ja. Und tust es dann auch. Ja, du passt dich an, diesem Konzept an. Ja, und ich sage euch, wo ich in dieser Schiene war, dass Jesus der Schluss ist, dass das alles ist, bin ich dermaßen gealtert in dieser Zeit und habe auch sehr viel, nennen wir das mal, Dämonisches wahrgenommen. Komischerweise, seit ich auf dieser Seite bin, bei der Urmutter, bei Mutter Erde, nenn es wie du willst, es spielt überhaupt keine Rolle, war das nicht mehr. Ja, ich kann einen Horrorfilm gucken und das macht uns überhaupt nichts aus. Gar nichts. Ja, weil wir erkennen, für was es ist. Ja, wie hat Tupac gesagt, 1996? Da, Kiss kam wieder zurück, geschminkt. We wanna shock the people, hat er gesagt. Tupac hat sie angekündigt, ja. No surprises. We tired of that. We need something different, something new. We need to shock the people. So let's shock the people. Now, these my homeboys, and I seen just about everything now. Und dann kam Kiss geschminkt raus, das ist mein Jugendtraum, dass ich meinen Schlagzeuger, den ich geliebt habe, der an dem Tag, wo du geboren bist, den ich das erste Mal da ungeschminkt gesehen habe, weil er ausgestiegen ist bei Kiss, dass ich ihn das erste Mal sehen durfte. Live, das war für mich das Geschenk des Jahrzehnts. Also ich war einfach dauergeflecht, weil ich die Katze, den Schlagzeuger, das war mein Idol. Noch eine Frage, wie viel Uhr hast du die Zeitung gekauft gehabt? Du, also meistens habe ich sie, die gab es glaube ich donnerstags. Ich habe sie gleich morgens gekauft, wenn die Kiosk aufmacht. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich es vor der Schule geholt habe damals oder nach der Schule. Das kann ich nicht sagen. Wieso, wann bist du geboren? Ach, nachmittags, 3:45. Also Donnerstag kann ich bestätigen, es war auf jeden Fall ein Donnerstag, weil ich bin an einem Donnerstag geboren. Ja, es war ja der Tag, sag ich. Was, ja. Donnerstag, Zeus. Ah, auch noch. Ja, auch noch.
Ich weiß jetzt gar nicht, welche Tage ich geboren bin, aber das macht auch nichts. Ja? Nee, das macht nichts. Aber es ich bin ja auch über meine Geburtszahlen auch daran gekommen, dass das jeder was damit zu tun hat. Nicht umsonst hat mein Buch eine Geburtszahl mit drin oder die 13 so eine wichtige Rolle gespielt, wo ich gemerkt habe, die 13 steht für heilige Weiblichkeit. Frag mich nicht, warum. Oder die 18 auch. Und ich habe ja vor kurzem in Österreich einen Puff gesehen, der hatte die umgedrehte Hausnummer, 81. Ja, mhm. Da wird die Frau für was gebraucht. Du hast gerade gesagt, das richtet sich viel nach dem Geburtstag. Wir hatten ja vorhin 9-11. Ja. Wenn du jetzt die Einsen nur als Striche machst und drehst das ins Spiegel, also spiegelst die Zahl, da hast du meinen Geburtstag. Dann haben wir... Am Helena-Tag. Ja, der Spiegel, wie gesagt. Es ist immer der Spiegel. Du musst schauen, wo stehst du gerade, auf welcher Seite, aus welcher Perspektive schaust du und mach einen Richtungswechsel. Steig mal von dir selber aus und betrachte mal das Ganze von außerhalb. Ja? Und dann wirst du so viel lernen, wenn du willst, weil du musst den Willen haben. Weil wenn du den Willen nicht hast, dann bringt es nichts. Ja? So wie im Krankenhaus, wenn wir die Leute damals gepflegt haben, wenn sie den Willen zur Heilung nicht hatten, dann konnten wir es auf den Kopf stellen. Das hat nichts gebracht. Nein. Wie gesagt, du schaffst es innerhalb von 2 Wochen, das, was ich halt weiß, dich zu Tode zu bringen, ja? Dich runterzuwirtschaften, deinen Körper einfach von jetzt auf gleich nach 2 Wochen nicht mehr leben. Ja. Weil jeder ist Schöpfer. Das heißt eigentlich Lebensaufgabe und nicht Lebensaufgabe. Lebensaufgabe heißt nicht, dass du aufgeben sollst. Genau. Du hast eine Lebensaufgabe. Richtig. Der solltest du folgen. Und Bestimmung, sag ich. Es gibt kein Alter dafür übrigens, wo man das beginnen kann. Es gibt kein zu alt und es gibt auch kein zu jung. Wir merken natürlich, dass bei den Jungen sowas noch gar nicht resoniert, weil sie noch sehr... Sie gehen ihren Weg. Und wir sehen so viele Kinder, die so top sind, das kann ich euch sagen, die so top sind schon. Ich mache mir über gar keine, über nichts machen wir uns hier irgendeine Sorge, weil das... Wenn du es erkennst einfach, dann lebst du im Frieden. Diesen Frieden, den jeder sucht. Und die Krönung ist, das wird dir bewusst werden auf diesem Weg, hundertprozentig, dass du, jeder möchte ja einen Partner nur. Diese eine. Ja, und die tritt dann in dein Leben. Oder er. Und dann wirst du sogar wissen, dass es so ist. Und dann wirst du wissen, dass es das vorher nicht war. Das ist eine ganz andere Qualität von Liebe. Zwischen menschlicher Liebe, ja, zwischen zwei Menschen. Weil auch ganz viele sagen, ich brauche niemanden. Das ist wieder Abgrenzung. Wir brauchen uns alle. Und wer sowas vermisst, körperliche Nähe, alles was dazugehört, wer sowas nicht mehr vermisst, der soll sich fragen, warum nicht mehr. Meistens holt man sich ja Trost bei Freunden oder so, ja. Aber eigentlich sind alle Menschen auf der Suche nach einem, nach wahrer Liebe. Und der Samen ist in jedem selbst gesetzt. Wie er sprießt, liegt alleine an dir. Wie viel Wasser gibst du dazu? Wasser ist das Lebenselixier überhaupt. Ohne Wasser entsteht hier gar nichts. Das war bestimmt... diese Art von Video ungewöhnlich für viele. Aber wir hoffen, wir haben die Herzen damit erreicht. Und euch näher zu euch selbst gebracht. Richtig. Zum Ursprung. Es ist egal, welchen Weg du gehst. Du wirst ankommen. Steinig ist er. Aber im Nachhinein wirst du merken, es war gut, wie es war. Und dazu gehört, das hatte ich vorhin angesprochen, du musst dir selbst vergeben für alles. Vergeben bedeutet jetzt nicht nur für irgendwo, wo du vielleicht mal krass gelogen hast oder gestohlen hast oder was, das sowieso. Aber auch anderen vergeben, auf die du noch einen Hals hast, nennt es mal. Weil wenn du nicht vergibst, bleibt das immer im Feld. Diese Abneigung. Und dann passieren die Wunder. Im zwischenmenschlichen Bereich. Und lass den Kopf denken, was er will, wie das sein könnte, wenn ich ihm vergebe, der hat aber das und das, das kann ich nie vergeben. Da empfehle ich den Film Die Hütte, wo der Mann zu der Frau in die Hütte geht, dessen Kind umgebracht wurde. Und ich glaube, ein krasseres Beispiel gibt es nicht, wie er Vergebung lernt. Sich selbst vergeben.
Genau das Gleiche ist auch beim Manifest. Das empfehle ich sogar allen Menschen, die wirklich diesen starken christlichen Glauben haben. Die letzte Folge von Manifest, ihr braucht gar nicht mal die Serie gucken. Dort ist eine Christin, die möchte die Menschen retten. Und schaut bitte hin, was passiert. Alle werden gerettet, außer sie. Das darf alles verdeutlichen, ja. Und sie wünscht den anderen auch die Pest an den Hals. Ja? Ja, genau das, was die Menschen uns an den Hals wünschen. Ja. Ja. Und so geht Selbstvernichtung. Richtig. Glaubst du an ewiges Leben, dann musst du von diesem Gedanken wegkommen, nochmal zu kommen. Musst du nicht. Es gibt bestimmt genug, die haben die Aufgabe nochmal. Aber das werden dann unsere Kinder. Ist das verrückt? Nö, ist es nicht. Dann weißt du auch, was Familie bedeutet. Wer Familie ist, wir alle nämlich, da gibt es keine Begrenzung. Und immer mehr stellt sich heraus, wer wirklich zu deiner Familie gehört. Egal, wo die gerade sind. Und dann merkst du auch, wer liebt mich denn hier eigentlich und wer nicht. Warum bekomme ich gerade in der Familie so wenig Liebe? Es ist für deinen Weg genau richtig. Und dann bist du jedem dankbar. Egal, wer die Mutter, Vater, Bruder war, es spielt keine Rolle. Es ist nur, damit du dich selbst erkennst. Und aus der Negativspirale herauskommst. Da wirst du das alles selbst erkennen. Da wirst du drüber lachen, was wir hier gesagt haben, weil du wirst das alles selber wissen. Ja? Wenn viele sagen, ich weiß das alles. Aber nur Wissen reicht nicht. Man muss es leben. Und das merkt man, ob das jemand tut oder nicht. Sofort. Das ist gar nicht zu übersehen, aber auch erst, wenn du es sehen kannst. Das ist ja kein Sehen in dem Sinne, sondern es ist ja gerade präsent. Da ist ja kein Sehen da. Also hell sehen, ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt aus, was morgen da und da. Nee, hell, du siehst gerade was. Hell sehen, hellener sehen. Ja. Heller sehen. Du leuchtest in dem Moment, wo du das erkennst. Und gerade dann, wenn du es den Menschen sagst, passiert etwas mit den Menschen. Weil genau das sie gerade brauchen und du auch noch den Impuls aussprichst. Stattdessen macht das Ego gerne den anderen Weg. Oh je, das kann ich nicht sagen. Oder wie sage ich es? Und versucht irgendwas zu umschreiben. Nein, es ist Zeit für Klartext. Jetzt sofort. Egal wie die Reaktion ist, die darf dich gar nicht berühren. Du musst einfach schauen, wie gehe ich mit den Informationen um, die auf mich einprasseln. Wie wirken die auf mich? Warum wirken sie so? Schau dir mal genau. Schau dir gewisse Dinge nochmal genau an, wo du immer eine Abneigung dagegen hattest. Gerade auch bei der heiligen Maria, aus der kirchlichen Sicht, aus der christlichen Sicht, die heilige Maria mit dem Kind auf dem Arm. Das steht genauso als Symbol für Demeter und ihre Tochter, ja, Demeter und ihre Tochter Helena. Weil die meiste Zeit ist das Geschlechtsteil nämlich verdeckt und das deutet halt auch darauf hin, ja. Ja, und die Griechen hatten ja sowieso keine Probleme mit Nacktheit, weil es was Normales ist. Ich glaube auch, die Nacktheit ist erst entstanden durch das Ganze und natürlich, wenn du nicht mehr nach der Schöpfung lebst, nach dem, was aus dir rauskommt, verändert sich dein Körper auch. Wobei bei den Griechen, sie haben ja die Nacktheit in weiße Gewänder gehüllt. Ja, da wurde die Nacktheit, die nackte Wahrheit wurde verhüllt. Da wurde angefangen zu verhüllen, weil bei den Griechen, das waren ja schon christianisierte Hellenen, weil bei den Griechen herrschten schon wieder andere Regeln da. Ja? Da hatte die Frau dann irgendwann auch nichts mehr zu sagen. Und genau da ist der Umbruch. Und das Gleiche, die Beweise sind so erdrückend überall. Sie hatten auch keine weißen Kleider an. Ja, sie hatten bunte Kleider an. Hatten wir ja, glaube ich, im vorletzten Video. In irgendeinem Video hatten wir das drin. Ja, da gibt es eine Ausstellung gerade. Wie hätten die Griechen in bunt ausgesehen oder so ähnlich? Ja, genau. Hallo. Es wurde dann sehr einfarbig. Einfarbig. Und heute ist alles trist oder auch nicht? Nein, heute, jetzt sind wir in einer Zeit, wo alles wiederkommt. Die Farbe wird immer mehr. Also ich kann das überall sehen. Ja. Jetzt, wenn du noch trist siehst, dann frag dich, warum? Es gibt doch hier so Schwarz-Weiß-Filme, die ab einer gewissen Zeit, wenn mehr Liebe da ist, dann auf einmal mehr Farbe oder so bekommen, ja. Hat der Film Pleasantville, ja, die in eine Schwarz-Weiß-Fernsehserie einsteigen und bringen die Liebe mit und vor allem wird alles bunt, so einfach ist das. Genau. Durch dich. So, und an nichts anderes soll uns diese ganze Geschichte hier erinnern, an uns selbst. An uns alle selbst. Und das hört man in allen, ob buddhistisch, christlich, egal wo, du hörst das überall, ich bin immer bei dir. Du bist immer da, die Wahrheit ist immer bei dir. Jetzt ist die Frage, welchem Gott folgst du da?
Wem, welcher Lehre folgst du? Wir verkaufen hier keine Lehre, wir verschenken hier keine Lehre, wir geben hier Wissen aus uns selbst weiter, weil es in jedem Menschen verankert ist. Wenn das noch nicht resoniert, was wir hier sagen, ganz wichtig, das nochmal anzuhören, in 2-3 Wochen, weil das Video wird was machen mit dir. Ob bewusst oder unbewusst, ist vollkommen egal. Genau, man sollte es auch in Ruhe anschauen, weil in der Ruhe liegt die Kraft und dann sieht man eigentlich immer aus anderen Augen, aus einer anderen Perspektive, als wenn man jetzt gerade irgendwie niedriger Schwingung ist, sage ich jetzt mal. Hattest du vielleicht während diesem Video öfters mal den Impuls anzuhalten, weil du einen Impuls hattest, den hättest du gern aufgeschrieben oder der war einfach da oder hättest du gern aufgesprochen? Für die Zukunft ist das normal, wenn du solche Sachen hörst, dass Impulse kommen. Vielleicht hast du die heute schon wahrgenommen und jetzt gerade wird es dir bewusst, dass es wirklich so war. Aber du wolltest jetzt nicht anhalten, das ist ja in Ordnung. Wenn du es wieder haben willst, guckst du dir das Video nochmal an und wenn der Impuls kommt, hältst du an und sprichst auf, was dir da gerade kommt. Und manchmal wirst du geflasht sein, wie das Wissen aus dir sprießt. Am Anfang wirst du alles sagen, woher weiß ich denn das? Wieso weiß ich das? Wieso ist das so? Ich weiß, dass es so ist. Und später wirst du diese Gewissheit haben, dass es ganz normal ist. Und deswegen kann die Wahrheit nur aus einem selbst kommen, weil du das in dem Moment, das ist in dem Moment unumstößlich, das ist bombensicher, ja? Wie soll ich das sagen? Das ist einfach so. Das ist. Und dein ganzes Leben verändert sich. Aber nicht voreilig werden. In der Ruhe hat sie gerade gesagt, Prina. Es passiert zum richtigen Zeitpunkt alles. Mal mehr, mal weniger, mal gar nichts. Kommt immer auf die Erwartung drauf an. Aber es wird zu 100% funktionieren. Und das ist etwas, da braucht man keinen Garantiestempel geben oder ein Widerrufsrecht. Der Weg in die Selbstliebe ist die, Achtung, einzigste Lösung für dich. Und wenn du das so noch nie gehört hast, empfehle ich jedem unsere Videos hier im Kanal Selbstlügen 1 und 2 oder Gotteslüge 1 bis 4. Vor allem der vierte Teil, da geht es auch nochmal um Frankfurt. Ja? Jo. Ja. Ich denke, den Kern haben wir verdeutlicht und einige Dinge verbunden beziehungsweise aufzeigen können. Es könnte sein, dass wir das in Zukunft so machen, dass wenn wir einen Impuls haben, den direkt aufnehmen und raushauen und nicht auf ein Video warten, weil den Flow, den wir jetzt die Tage hatten, wir sind auch ein bisschen müde dadurch, der war schon extrem. Und wenn du im Flow bist, hörst du nicht auf. Das heißt, alles andere war hier zweitrangig. Alles. Nur das Thema. Und Prina war das auch so wichtig, das jetzt zu machen, weil ich bin derjenige, der schon länger sagt, ich habe gar keine Lust mehr, Videos zu machen. Aber wenn sie den Impuls hat, dann weiß ich ganz genau, das hat Hand und Fuß. Dann mache ich das auch gerne. Allerdings machen wir nur noch Videos, wenn der Impuls das sagt. Ansonsten hört man uns auf Telegram. Dort kann man uns auch erreichen, hier auch. Ja. E-Mail steht ja unter dem Video. Wenn du noch so einen Arschtritt, nenne ich es mal, brauchst, einen liebevollen, ja, immer liebevoll, nicht vergessen, kannst du dich gerne bei uns melden. Weil umso mehr es jetzt angehen, umso stärker werden alle. Wenn man es nicht angeht und das weiter vor sich her schiebt, drückt man sich. Und das ist unmutig. Das ist Faulheit. Das ist alles, was nicht zu uns gehört. Wir sind lebensaktive Menschen alle normalerweise. Und wenn das Ding hier durch ist, werden wir rundum Freude haben, wie wir es als Kinder auch getan haben. Ja? Und dann wird auch keiner blöd gucken, wenn wir irgendeinen Blödsinn machen. Dann wird das ganz normal sein. Und genau in dieser Schiene sind wir gerade. Damit jeder sich genauso ausdrückt, wie er ist. Und dann wird er nicht mehr als verrückt hingestellt, sondern als einzigartig, was nämlich jeder ist. Das ist der Trick. Mutig, ja. Ja. Und man liebt sich noch mehr aneinander. Aneinander? Nee. Einander. Einander. Ja. Und da sind wir gerade auf dem Weg hin. Und jeder, der den Weg auch geht, super. Also eigentlich gehen den alle. Aber du kannst den Turbo anlegen. Für dich. Wie gesagt. Dein Glaube entscheidet. Und dein Mut. Dann wünsche ich ein wunderschönes, ewiges Leben. Das kann ich so sagen. Im physischen Körper, im Hier und Jetzt. Auf ewig jung. Genau. So, ihr Lieben. Zum Abschluss noch ein Song. Für die Feelings, also die Gefühle. Und wir freuen uns, wenn das nächste Video über eine andere Stadt rauskommt. Da bin ich mal gespannt. Ja, mal schauen, was so für Impulse von euch so kommen, ne? Wenn ihr euch traut. Da gibt es ja nichts zu trauen, ja?
Sondern wenn der Impuls da ist, tust du es einfach, weil du machst es ja mit Herzblut, du machst es ja mit Liebe und nicht, weil du es musst. Richtig. Das ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Und dann kommt die Fülle im Außen. Aber erst die Fülle im Innen für dich haben. Dann ziehst du es an, vorher nicht. Auch, aber es geht alles seinen geregelten Weg, so nennen wir das. Es gibt kein zu gut, zu schlecht, es ist alles genau richtig, auch wenn es scheinbar nicht so aussieht. Man muss auch mal das Tal durchlebt haben, um die Höhen kennenzulernen, aber dann geht man doch lieber wieder auf den Boden der Tatsachen und lebt eigentlich dann viel entspannter, liebevoller wie je zuvor. Genau. Und dann wirst du zu deiner Lady, also ich zumindest, nur noch Königin sagen. Aber nur symbolisch, wir brauchen keine Krone. Nur symbolisch, weil sie meine Königin ist. Und jeder wollte immer der Held sein, in Robin Hood oder wo auch immer, und wollte Lady Mary haben. Ja? Und umgedreht war die unglückliche Königin, wollte den edlen Ritter haben. So, dann mach dich doch zum Ritter und mach du dich zur Königin. Jetzt ist vorbei mit aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Standhaft sein, dann braucht die Krone nicht mehr gerichtet werden. Dann rutscht die Krone überhaupt nicht mehr runter. So sieht's aus. Und wer letztendlich die Römer waren, spielt auch keine Rolle. Wichtig war, zum Abschluss zur Erinnerung, Hellenen wurden Heiden gemacht, später, also Heiden, Christen, Juden. Ja? Juden ist ja auch das Wort Jute, die Gute versteckt. Ja? Also welche, die sich nicht haben beugen lassen. Das ist für mich das Logischste überhaupt. Ja, Helenopolis. Und da war das schöne Schild in Frankfurt, wir sind alle Frankfurt. Das habe ich hier auch, genau. Ja, weil wir alle eins sind. Singen sie auch immer, wir sind alles Frankfurter Jungs. Genau, egal welche Stämme jetzt alle hier sind. Mhm. Deswegen ist egal, wie man genannt wird, zum Schluss, es spielt keine Rolle, es entscheidet dein Herz. Weil der Herz hat auch keine Religion. Es sind nur Wörter, es sind Begrifflichkeiten. Ja, du kannst du alle nutzen, aber ohne jetzt zu glauben, kann ich das nutzen. Du kannst jedes Wort benutzen. Wichtig ist die Intention dahinter, was du mit dem Menschen mitteilen möchtest. Wenn sich jemand noch an irgendein Wort oder was aufzieht, dann hat er noch ein bisschen Arbeit. Aber du darfst alles nutzen, was dir dienlich ist. Ja? Das ist ja das Schöne. Und ebenso hier alles, was angeboten ist. Du darfst alles nutzen, was dir auf dem Weg dienlich ist. Und du wirst auch immer die Mittel dafür haben, dass es so ist. Ist es noch nicht so, lebst du im Mangel oder im Zweifel, dann musst du noch an dir arbeiten. Aber jeder wird diesen Weg nehmen. Jeder. Wir freuen uns drauf. Ich glaube, das war genug für die Folge. Und dafür nehmen wir den letzten Chat. Ja, toll, wie viel freien Lauf lässt beim letzten Video. They're gonna chase us, but we will be one step ahead. They wanna trace us, but we'll never be left for dead. If the pressure's too high, we'll be shooting them down. If they bottle us up, we'll descend underground. Cause steel never catches how hard they may try. We never say die. You're not alone. You're not alone. We're gonna make it.
close, but we will be one step ahead. They wanna trace us, but we'll never be left for dead.